Ja, heute pünktlich wie die Feuerwehr. Herzlich willkommen zum monatlichen kostenfreien Highspeed Trading mit mir, Heiko Behrendt, Leiter des Trading Service Highspeed Day Trader und hauptberuflicher und leidenschaftlicher Trader. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle so im neuen Jahr eingeschaltet habt und weiterhin noch Anmeldungen kommen. Also von daher, vielen, vielen Dank für das anhaltende Interesse. Ja, was möchte ich euch eigentlich in diesem Webinar gerne zeigen? Also A, möchte ich euch zeigen, wie man als kurzfristiger Trader so ein bisschen in diesem Bereich agieren kann. Ich glaube, es gibt immer noch aufgrund auch von Zuschriften immer noch die Faszination des kurzfristigen Tradings und vor allem auch ja, diese dass man ja da gerne erfolgreich sein möchte. Also ich merke das ja ungebrochen, dass das Interesse am kurzfristigen Trading durchaus da ist. Aber ich stelle halt auch immer wieder fest, dass natürlich viele Trader bei dem Versuch des Scalp-Tradings scheitern. Und da möchte ich halt gerne entgegenwirken und ich möchte halt schon auch versuchen, oder das ist auch mein großes Ziel, dass nachdem ich jahrelang alleine für mich rumgewerkelt habe, sehr viel Wissen mir angeeignet habe, dieses Wissen nun über die letzten Jahre sehr gut aufbereitet habe, um es auch an andere Trader weiter transportieren zu können. Und das ist halt schon auch mein Anspruch, dass man einfach oder dass ich den Anspruch habe, wirklich auch Trader weiterzubringen und voranzubringen, die noch nicht dieses Wissen haben. Und was mich so freut, ist, dass ich immer wieder positives Feedback bekomme von Tradern, die mit meiner Hilfe auch ihr Trading verbessert haben. Und ganz klar ist auch, es gibt natürlich auch genug Trader, und das ist halt genauso interessant, die sicherlich im Skype-Trading aktiv werden möchten, es probieren, aber dann auch selbst unter meiner Hilfe nicht vorankommen, aber dann auch merken, dass sie prinzipiell für Skype-Trading gar nicht gemacht sind. Und an der Stelle dann zwar trotzdem sich das Wissen und das Know-how mitnehmen in andere Bereiche. Ja. Gerade kommt eine interessante Frage. Ingo, du bist deiner Zeit voraus. Und zwar kommt gerade eine Frage rein. Hallo Heiko, einen schönen und guten Tag. Tief wirst du, ach, wie tief wirst? Ich dachte, ich habe gerade, sorry, mein Fehler, ich habe da gerade gelesen, wie tief, also nach dem Motto, dass der Vortrag schon war. Nee, der ist ja erst und ich werde am Samstag in Dresden bei meinen beiden Vorträgen nicht zu sehr in die Materie einsteigen können. Ich habe überlegt, dass ich im ersten Vortrag, der sich das 1x1 der Scalpings nennt, gehe ich so ein bisschen drauf ein. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Wie unterscheidet sich das Scalp-Trading vom etwas längerfristigen Trading? Und ja, wie kann man dann am Ende einen Trade herleiten? Und am Nachmittag in dem zweiten Vortrag möchte ich gerne so ein bisschen auf das T bisschen in die Tiefe reingehen. Aber es ist halt schwer, in 45 Minuten bei einem extrem breiten Publikum wirklich in die Tiefe zu gehen. Also das geht eigentlich nur um einen Premium-Service. Gut, schauen wir uns mal an. Also wer gerne Interesse hat, auch mich mal zu kontaktieren. Ich habe das heute mal zusammengefasst, ist doch eine ganze Menge. Also ich kopiere das am besten mal rein. Dann habt ihr alle Kontaktdaten von mir. Je nachdem, wer welche Ansprüche hat, kann sich natürlich da diesen entsprechenden Kontakt raussuchen. Wer Fragen auch allgemein zum Thema hat, kann natürlich auch immer gerne in meinen Guidance Stream hier reinkommen. Ich klicke den jetzt einfach mal an. Geht das? Der kann auch gerne in mein Guidance-Team reinkommen, finden immer interessante Diskussionen auch zum kurzfristigen Trading statt. Ich kommentiere hier ab und zu auch meine Sicht der Dinge. Wie gesagt, gibt hier einen regen Austausch und finde ich sehr, sehr interessant. Es sind auch ein paar, ja, auch einige aus meinem Service mit dabei, sowie die Traderin hier, die entsprechend ja, dort auch ja, bereits einiges von mir gelernt hat. Und ja, von daher finde ich das ganz interessant, dass man einen Austausch einfach hat. Gut. Ansonsten mein Trading lege ich als solches auch immer offen. Das heißt, hier seht ihr mein heutiges Trading, mein Premium-Account.
Das ist zwar heute nicht online passiert, also wo die Teilnehmer mit dabei sind, sondern offline. Mal gucken, ob ich die 100 Tage noch voll kriege. Das wäre das große Ziel. Ich habe die Präsentation oder die Excel-Tabelle, meine ich, mal geupdatet. Also aktuell stehen wir bei Tag 94 im Gewinn. Heute plus 500 Euro, wie gesagt. Von der Benchmark bin ich natürlich jetzt einiges weg. Liegt auch daran, dass ich in der ersten Woche nicht gehandelt habe, in der zweiten Woche nur 2 Tage gehandelt habe. Ja, und von daher ist da noch nicht so viel passiert im Account. Wir werden aber höchstwahrscheinlich auch den Account dann, falls ich die 100 Tage voll kriege, dann vielleicht ein anderes Projekt starten. Also da auch immer, wer unterstützend gerne mit dabei sein möchte in meinem Service. Also vielleicht legt man dann mal ein neues Produkt, neues Projekt auf. Also das Projekt hier war so kontinuierlich und konstant wie möglich unter kleiner Volatilität einen Account nach oben bringen. Also einen großen Account im Sinne von so wenig wie möglich Volatilität und konstanter, stetiger Gewinn. Klar ist, konstanter, stetiger Gewinn funktioniert natürlich nur, wenn man ja kleine Hebel fährt. Ansonsten ist das eher nicht möglich, weil natürlich ich auch Intraday immer Drawdowns hatte, aber da die so klein waren, durch die Hebel ja, kann man dort entsprechend sehr gut auch das nochmal umdrehen, indem man dort sein Risikomanagement entsprechend anpasst. Ja, das ist natürlich so, dann genau, dann schauen wir uns das Ganze auch mal an. Also wir schauen uns mal den heutigen Tag an. Ich finde den heutigen Tag extrem interessant. Auch in meinem Premium-Service habe ich entsprechend heute doch die Leute hoffentlich ganz gut eingestellt und habe kurz bevor der Move losging noch darauf hingewiesen, dass wir so langsam einen Staubereich auf der Unterseite haben. Gut, dass der DAX heute so nach oben durchgegangen ist, dass kann man natürlich jetzt von vornherein nicht wissen, aber es ist eine interessante Situation, die wir uns gleich anschauen wollen. Gerade kam noch eine Frage, 94 Tage ist ja der Wahnsinn. Sicherlich, also es ist meine beste Serie in meiner Trading-Karriere, aber es ist auch eine Phase, in der ich wieder meinen Handel auch an die Märkte weiterhin angepasst habe. Es gab durchaus auch mal Jahre, da ist mir das Trading sehr schwer gefallen, aber in den aktuellen Zeiten, kurioserweise, fällt mir das Trading relativ einfach. Genau. Ja, kleines Konto hochtraden ist sicherlich ein interessantes Projekt, weil viele Kunden auch kleine Konten haben, aber bei mir ist so ein bisschen das Problem, ich habe eine gewisse Mindestgröße und da fällt es mir jetzt schon schwer, mich da umzustellen und ein kleines Konto hochzutraden. Prinzipiell ist es aber für mich, oder tendenziell ist es für mich wirklich sehr, was soll ich sagen, sehr reizvoll. Aber die große Gefahr, die ich bei so einem kleinen Konto nach oben traden sehe, ist, das kann ich ja vielleicht hier auch nochmal zeigen. Das kann ich ja hier auch nochmal kurz andeuten, ist, dass wir oder dass ihr damit auch eventuell Probleme bekommt. Ich hätte nicht gedacht, dass man das oder man kann es durchaus unterschätzen. Die Sache ist, die meisten Trader, die ein kleines Konto haben, machen wir mal hier, das ist ein Jahr so. Und dann ich tue das mal ein bisschen raffen und dann kommt hier, ich sage jetzt mal, 10 Jahre, ja, oder hier vorne ist ein Jahr, sagen wir mal so, hier ist ein Jahr. Ein Jahr. So Trading-Erfahrung, hier kommt 10 und hier kommt 20, so als Beispiel, so keine Ahnung. So, und die Sache ist die meisten Trader, wenn man das jetzt mal dieses hier mal aufzoomt, ja, die meisten Trader, und wir machen das hier als ein Jahr, dann ist es so, die Trader im Account, bei vielen, die starten dann, ich sage jetzt mal, mit irgendwie 5.000 Euro, so. Und dann schaffen sie es, die 5.000 Euro hier zack hoch, wieder runter, dann ein bisschen hin und her und dann geht es so langsam nach unten und irgendwann steht man bei minus 5.000 Euro. So, das ist der typische Verlauf eines Anfänger-Accounts. Ja. So,
Das ist der typische Verlauf eines Anfänger-Accounts. Ist auch nicht schlimm, ist der normale Verlauf. Also sagen wir so, der normale Verlauf ist halt der, so, also vom Anfang an. So, nachdem man denn das Wissen erreicht, dann mit dem zweiten Account wieder startet, dann kann es schon sein, dass man hier es schafft, so langsam nach oben zu gehen. So, die Sache ist die, am Ende muss man ganz klar akzeptieren, dass, wartet mal kurz, muss hier mal mein Radiergummi so, muss man akzeptieren, dass ein kleiner Trader, der ein kleines Konto hat mit wenig Erfahrung, dem fällt es wesentlich schwerer, ein kleines Konto nach oben zu traden, wie einer, der schon 10 Jahre Erfahrung hat oder wie ich nun fast 20 Jahre. Das heißt, mir mit meinem Wissen ist es einfacher, ein Konto von 5.000 Euro auf 10.000 zu bekommen, aus dem einfachen Grund, weil ich was habe, was ihr noch nicht habt, nämlich habe den Vorteil, dass ich sozusagen hier das an Erfahrung habe. Ja, das ist meine Erfahrung. Erfahrung. So, und die Erfahrung bringt euch am Ende viel wesentlich weiter oder bringt euch überhaupt weiter, die Erfahrung mit dem Wissen natürlich. So, und das heißt, hier vorne ist es trotzdem schwer, jemanden, also ich kann euch natürlich das zeigen, wie sowas funktioniert und bin auch sicher, dass ich sowas hinkriege, wenn ich auch entsprechende Risiken in Kauf nehme und so weiter und so fort. Aber es ist halt extrem schwer, das dem Anfänger zu sagen. Das ist wie, wenn ich jetzt zu einem Anfänger in der zweiten, dritten oder vielleicht in der fünften Klasse sage, löse mal eine Aufgabe aus dem Abitur. Es ist nicht möglich. Das heißt, einer, der Abitur hat, also einer, der in der 12. Klasse ist, der kann natürlich eine Aufgabe aus der 1. Klasse lösen, aber nicht umgedreht. Also es geht nicht, dass eine 12, also es kann kein, also Ausnahme bestätigen die Regel, aber einer, der in der 5. Klasse ist, wird eine entsprechende Aufgabe aus der 12. Klasse nicht lösen können. Und leider hängt das zusammen. Das heißt, selbst wenn ich jemanden am Anfang zeige oder selbst wenn ich es erfolgreich euch zeige, wie das funktioniert, wird es so oder so dazu führen, vielleicht, dass welche denken, als Anfänger könnte man das auch erreichen. Also man kann natürlich sein, auch als Anfänger seinen Account verdoppeln, ist gar kein Problem. Ja, aber für mich ist es so, ich habe einen anderen Status und den jetzt auf das kleine Account umzumünzen, habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich ja was präsentiere und sage, komm hier, egal welche Erfahrung du hast, du schaffst das auch. Dann probiert's jemand, versteht die Zusammenhänge am Markt nicht und dann scheitert er. Also das ist gar nicht so ein einfaches Thema. Ich habe auch gedacht, das ist viel, viel einfacher, aber wenn ich mich selber ja mich mit Leuten unterhalte, die vom Wissen einfach noch ja am Anfang der Karriere stehen, da merke ich, dass das für die ja, dass selbst wenn ich dem mein Wissen erzähle, sie können das gar nicht ummünzen, dieses Wissen, ja. Und von daher finde ich es durchaus so, dass man, ja, dass man so ein Projekt durchaus mal starten kann. Vielleicht mache ich es auch mal. Wie gesagt, ich habe ja schon etliche Konten nach oben getradet und mein Projekt, mein letztes oder mein öffentliches Projekt, ganz öffentlich, inklusive aller Kontoauszüge, war dieses 1000% Projekt. Wie gesagt, das ist aber jetzt schon ja jetzt 8 Jahre her oder so. Aber vielleicht wird es ja noch mal Zeit für ein neues Projekt. Ja. Gut. Und hier kommt nämlich diese eine Frage. Ist es nicht zurzeit besonders schwierig, schnell Gewinn zu machen, zu viele wirtschaftliche und politische Probleme? Genau das ist der Punkt. Wenn man das richtig einordnen kann, kann man an solchen Tagen, also ich habe heute früh von 9 bis 10 mein Minimumziel erreicht oder das doppelte Minimumziel erreicht für diesen großen Account und habe trotzdem Geld verdient. Aber meine Denkweise ist halt eine ganz andere für jemanden, der gerade an den Markt kommt und für den das Ganze noch ein ganz großes Durcheinander und Hokuspokus ist, der vielleicht der Meinung ist, dass irgendwelche Verschwörungstheorien und Abzocker an der Börse sind und so weiter. Da ist das natürlich schon extrem schwer. Und ja, man braucht halt 1, 2 Jahre Zeit auf alle Fälle, um die Zusammenhänge zu verstehen. Gut, schauen wir uns mal den Markt von heute an. Ich finde ihn ganz interessant. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mir gerne Fragen stellen.
Ich werde sie auch beantworten und natürlich, wenn sie passend sind, ja. Ich kann nicht alle Fragen beantworten. Wir haben ja weit über 500 Teilnehmer und von daher, ja, muss ich da ein bisschen selektiv sein, also nicht treu sein. Oh, Oliver Klemm will ja nun auch Daytrading. Ja. Okay. Also schauen wir uns mal den heutigen Tageschart an. Also das ist der heutige DAX Intraday-Chart. Schwarz sind die Bars, also die Candles oder Bars im 1-Minuten-Chart und rot und blau ist der 5-Minuten-Chart dahinter. Ja. Und wir sehen ja heute ganz interessant, ja klar, der Verlauf nach oben ist dann newsbedingt. Wir haben heute mal wieder typisch unseren Turnaround Tuesday, also das heißt der Wendetag, ein Dienstag. Sehr oft der Fall. Meistens ja eigentlich kommt es erst mit den US-Börsen diesmal. Ja, die Brexit-Aussage oder die Aussagen von Frau May haben dazu geführt, dass der DAX doch recht stark nach oben gegangen ist. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist halt, dass man hier unten das erkennen konnte bereits, dass die Marktteilnehmer sichtlich schwer getan haben mit weiterfallenden Kursen. Und auch hier, wenn man jetzt in eine Ausbildung geht, ist es wichtig zu verstehen, dass hier unten in diesem Bereich nicht mehr verkauft wird, sondern gekauft wird. Ich habe es meinen Teilnehmern auch geschrieben, dass diese Bereiche auf der einen Seite halt sukzessive gekauft werden, nämlich jedes neue Tief wird angefangen zu kaufen und das interessanteste Punkt an der ganzen Geschichte heute hier ist dieser Eindeckungsmove, das heißt diese 2, 3 Minuten Bewegung ändern komplett das Bild, weil in der ersten Welle sozusagen erstmal hier entsprechende Short Trader ausgestoppt werden, das heißt die Leute, die hier entsprechend Short gehandelt haben, was ja auch gar kein Problem ist, müssen hier raus. Warum gehe ich davon aus, dass hier Short liquidiert wurden? Weil es sehr, sehr schnell ging. Also eine schnelle Bewegung heißt immer, es hat sich irgendwas verändert und ich muss raus. Interessant ist dann zudem dieser horizontale Preisbereich um 11.490, was ja so ziemlich das Tages- oder das Wochentief der letzten Woche ist. Und hier hätte es durchaus passieren können in diesem Preisbereich, dass der Markt wieder komplett runterfällt. Also hätte ich jetzt gar nicht schlimm empfunden, aber mit erneutem Ausbruch deckt sich der ganze Schnodder oder der ganze Krempel, wie auch immer man das bezeichnen möchte, nach oben ein und es folgt dem logischen weiteren Handel, dass aufgrund der Schnelligkeit der Veränderungen viel, viel mehr Trader reingesogen werden in Aktivitäten, wo sie gar nicht aktiv werden wollen. Ja. Also das heißt, jetzt am Nachmittag werden wir mal sehen, was in den USA geht. Ich handle, das auch zur Information, ich handle immer am Nachmittag vorwiegend die US-Börsen. Einfacher Grund, wenn ich am Vormittag so mein Ding im DAX gemacht habe, dann sehe ich es eigentlich als sehr gute Abwechslung, denn auf die Amis zu wechseln, weil ich, ja, das ist wie so ein Neustart am Tag. Also das ist das gleiche, wie wenn ich den DAX früh um 8 oder um 9 anfange, dann zu handeln vielmehr. Dann ist das wie für mich nochmal ein zweiter Start. So, und es gibt natürlich Tage, da werde ich, liege ich im DAX vielleicht richtig mies, daneben, im Minus. Und dann ist so ein Neustart mit den US-Börsen sehr oft ja, willkommen, weil A, habe ich bis dahin das vergessen, was ich im DAX gehandelt habe, B, sehe ich meine Trades nicht mehr, weil ich ja an einem anderen Markt handle und C, kann es durchaus sein, dass sich die US-Börsen komplett anders bewegen, wie der DAX sich bewegt. Und das führt am Ende oftmals dazu, dass ich dann doch am Nachmittag, wenn ich am Vormittag Verluste gemacht habe, die mit den Amis raus handel. Wenn ich jetzt im DAX weiter handel und ich hätte jetzt einen negativen Tag bis dahin, dann kann es halt passieren,
dass ich dann mich an meinen Trades, die ich davor gemacht habe, und sehe, wie der Markt dann wieder vielleicht gewisse Punkte erreicht, wo ich doof ausgestoppt wurde oder wo ich meine Verluste glattgestellt habe und so weiter. Wenn ich diese Trades dann sehe oder wieder mit diesen Zahlen in Berührung komme, wo ich vielleicht vorher schlecht gehandelt habe, dann nervt mich das halt an und dann geht's, ja, ist es so, dass man dann so ein bisschen zu sehr das Ego tradet. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, dass der ein oder andere Recht haben möchte oder will. Ja, und das führt dazu, dass man sich vielleicht auch in solcher Bewegung nach oben komplett dagegen stellt, weil man es nicht wahrhaben will und man hier so seine Accounts platt machen kann. Ich meine, wir haben jetzt so von unten nach oben, gut, ich meine, 160 Punkte ist jetzt nun, reicht je nach Hebel durchaus aus, um einen Account platt zu machen, aber es reicht halt einfach auch aus, um ja größere Verluste einzufahren, nur weil wieder das Ego die Oberhand gewinnt und man der Meinung ist, dass man ja recht haben muss, dass der Markt ja wieder nach unten fällt. Ja, so ein typisches Anlegerverhalten halt. Genau. Gut, das heißt, ich tue am Nachmittag immer mir die Amis herholen und das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, ich werde schauen, also ich möchte das gerne ein bisschen splitten, je nachdem, wie die Fragen sind. Ich lasse mich da auch so ein bisschen von euch leiten. Also ich möchte natürlich auch schon zeigen, wie und wo man was vielleicht einen Trade eingehen kann. Sollte ich einen Trade machen, dient der hauptsächlich zu Demonstrationszwecken. Dadurch, dass ich heute schon 500 € im Plus bin, werde ich die auch in diesem Demo-Account oder in meinem Premium-Account hier umsetzen, diesen Trade nach der Maßgabe, wie ich handle, und werde euch anhand dessen durchaus auch meine Risikoparameter schildern, weil das ist ja das, was ja viele wissen möchten. Und dann kann man das durchaus auch auf seinen eigenen Account runterrechnen, weil und dann wird man sehen, wie kleine Positionen man theoretisch fahren müsste mit einem kleinen Account, wenn man das umsetzen möchte, was ich dort handel. Da vielleicht noch eine kurzes Einhaken, warum so einen großen Account? Es geht darum, ich habe festgestellt, dass natürlich ein kleiner Account, ich sage jetzt mal zwischen 0 € bis 10.000 €, solche Accounts wollen gerne ihr Kapital gerne schnell verdoppeln. Und wer sich aber mal mit Tradern unterhält oder mit Anlegern unterhält, die oberhalb von 200.000 € haben, die möchten natürlich nicht entsprechend 50% Minus einfahren. Ja? Also wenn man aus 5.000 € 2.500 € macht, dann sagt man, okay, spare ich mal ein paar Monate, der neue Versuch. Aber wenn man aus 200.000 € 100.000 € macht, da das möchte selbst einer, der auch Geld hat, nicht wirklich riskieren. Und von daher haben Leute, die mehr Geld haben, ganz andere Ansprüche an das Trading. Und ich habe halt festgestellt, dass größere Trader oder größere Accounts immer eigentlich die Maxima haben, Stabilität. Also Kontinuität und Stabilität. Ja. Ich meine, wenn man mit 200.000 € verpulvern will, dann kann man die auch verpulvern. Da beißt du natürlich die Maus keinen Faden ab. Also ich habe auch schon Coaching-Teilnehmer gehabt, die in solchen Regionen auch das Geld der Börse zugesteckt haben, bevor sie sich entschieden haben, bei mir ein Coaching zu machen. Und bereits nach dem ersten Tag schon beteuert haben, dass sie mir lieber davon die Hälfte ihres Verlustes am liebsten hätten überwiesen, wenn sie selbst nach einem Tag schon um so viel schlauer gewesen wären. Das soll jetzt hier keine Übertreibung sein. Aber ich mache dann immer nach ein, zwei Tagen, nehme ich mir die Trades der Trader her und lasse sie selbst abgleichen mit dem Wissen, welches sie in meinem Coaching erlernt haben. Und dann schlagen sie die meisten Trader die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Mann, wie konnte ich denn nur dort so ein Trade eingehen mit dem Wissen um entsprechende Marktstrukturen? Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass jeder Trade, den sie gemacht haben, schlecht ist, aber in Summe haben sie einfach sehr oft verkehrt gehandelt. Typischerweise. Aber gut, okay, also was zeichne ich mir, während ich hier rede, gerade ein? Ich zeichne mir die Tagestief der einzelnen Tage hier ein, um einfach zu schauen, wo der Markt hier Unterstützung finden kann. So, wir kommen jetzt hier im Dow Jones zur Eröffnung so ziemlich an die 19.831 dran. Wie gesagt, man sollte versuchen, wenn man im DAX gehandelt hat, ja, ich mache meistens Handel bis um 12 und dann mache ich bis 14 Uhr Mittagspause. In der Zeit bringe ich mich in neutrales Terrain und werde versuchen oder versuche dann danach einfach die US-Börsen ab 14, 15 Uhr dann
neu zu sehen. Und hier für mich im Dow Jones ist der Bereich 19.830 recht interessant. So, und für die Analyse gibt es jetzt eigentlich ja eine relativ, man kann das Trading wirklich richtig simpel machen, indem man sagt, okay, ich muss jetzt nur entscheiden, fällt der Markt jetzt hier nach unten durch oder hält der Bereich, und wir schauen hier nach entsprechenden Long Trades. Eins von beiden. Ja. So. Und je nachdem, wie dann der Markt sich an diesem Level verhält, von mir aus, wenn er vorher runterfällt, fällt er halt vorher runter, ist halt so. Aber an diesem Bereich kann ich mal dann schauen, ob man da entsprechende Aktionen tätigt. So, das ist über den Stundenchart jetzt eingetragen. Und wir können uns natürlich auch da, oder wir gehen dann gleich runter in den Intraday-Chart. Wir zeichnen uns noch richtig dick noch eine Linie ein, wenn heute wirklich so ein bisschen Verkaufsdruck reinkommen sollte. Nehmen wir mal hier so pink, dann haben wir bei 19.766 Punkte das Wochentief der letzten Woche, auch ein interessanter Punkt halt immer. Ja. Genau. Gut, also das heißt, dieser Punkt 19.831 für mich interessant. Was machen wir als nächstes? Wir gehen mal runter in den 15-Minuten-Chart, schauen uns jetzt mal hier so ein bisschen die Struktur an. Wie gesagt, gestern war Feiertag in den USA, das heißt, die müssen sich erstmal noch orientieren im gestrigen Handel. Und ja, die Futures als solches hatten ja offen gehabt. Die Futures hatten ja offen gehabt, und von daher müssen wir da mal gucken, wie die Märkte jetzt ja mit den News auch aus Großbritannien da umgehen. Ja. So, im 15-Minuten-Chart kristallisieren sich zwei super Bereiche heraus. Das Tagestief von gestern würde ich halt, ich sag jetzt mal, als pseudomäßig sehen. Die Linie darüber bei 19.845 ist das Tagestief vom Freitag. So, jetzt kann ich das schon mal noch verfeinern und sagen, schaffen wir es nicht über das Tagestief vom Freitag, dann wäre ab da auch nochmal Short möglich. Sollten wir über dem Tagestief vom Freitag handeln, sehe ich, dass der Markt vielleicht doch wieder nach oben gehen könnte. Ja. Kann der Vortrag in Dresden als DVD gekauft werden? Das glaube ich kaum. Ich weiß nicht, ob da Kameras da sind, die das Ganze aufzeichnen. Aber ich habe ein Angebot. Ich möchte gerne das, was, ich weiß nicht, ob ich muss das erst fragen. Bitte das mal in Anführungsstriche setzen, aber wenn ihr Interesse habt, über meine Homepage skype-trading.de soll es nach dem Vortrag die Möglichkeit geben, sozusagen ein Einsteiger Seminar oder ja Online-Seminar zu besuchen. Das wird dann später, falls ihr Interesse habt, ich weiß nicht, ob ich es machen darf, auf der Seite skype-trading.de. Die Seite ist gerade noch im Auf- und Umbau, aber ich habe ein bisschen was angefangen. Und also hier soll dann wird wahrscheinlich Shop irgendwie mal stehen. Und unter Shop oder Seminar, weiß ich noch nicht, will ich mal auch dort ein weiterführendes Angebot schaffen, weil man ja in diesen Vorträgen nicht so tief reingehen kann. Also das nochmal vielleicht als Idee nach dem Dresden Vortrag vielleicht hier nochmal auf meine Seite zu schauen. Aber wie gesagt, wenn nichts da steht, ist nichts da. Ansonsten Kontakt, und man kann mich ja auch fragen. Ja, also das auf. Genau. Das ist es gerade einfach. Webis zuschauen bringt nicht viel anders, wenn man persönlich Trades zusammen analysiert und auf die Fehler hingewiesen wird. Ja. Das ist ja auch noch ein Projekt, ja, an dem ich ja noch dran bin, aber ja, ich kann mich ja nicht zerteilen, leider. So, also. Also von der Seite her, wie gesagt, wir haben jetzt da zwei interessante Bereiche. Die US-Börse macht in einer Minute auf, und mehr mache ich schon gar nicht. Also ich habe hier, ihr seht, ich habe keinen Indikator, ich habe kein gar nichts, ja, sondern ich versuche das zu sehen, was mir der Chart, also hinter dem Chart stehen ja gewisse Aktionen, Akteure, Menschen, Trader, Maschinen, die eine gewisse Sache ausführen, und das muss man versuchen zu verstehen. Ich habe das mal verglichen mit der Blick. Also das, was man hier sieht, ist die Matrix. Das heißt, das wird uns vorgegaukelt, die Realität dahinter.
Sieht aber ganz anders aus. Da ist ja eine Industrie dahinter. Und jeder möchte an der Börse ja Geld verdienen. Also egal ob privater Trader oder High Professional Trader. So, und deswegen muss man versuchen, ja, diesen Code, oder naja, Code ist übertrieben, es hört sich so mystisch an, aber die Struktur, die dahinter steht, zu entschlüsseln und ja, zu verstehen, was da halt abgeht. Und genau das versucht man jetzt die nächste halbe Stunde mal zu machen. Und ich werde auf alle Fälle dann auch nochmal für Fragen zur Verfügung stehen. So, jetzt schauen wir uns mal die Eröffnung an. Oftmals ist die erste halbe Stunde recht interessant und wir versuchen jetzt uns mal zu schauen, was hier so passieren könnte. Ja, also das ist wirklich alles, was ich mache. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, für euch hier in dem Webinar, da gehe ich mit minimalistischen Sachen ran, sondern ich zeichne immer nur horizontale Linien. Wer meine Premium Services schaut, der sieht auch, dass ich keinen Indikator, ich verwende einen einzigen Indikator. Das ist die Average True Range, die mir einfach nur so ein bisschen vermitteln soll, wie die Schwankungsbreite ist. Ja, mehr ist es aber auch schon gar nicht. Alle anderen Indikatoren, die ich nutze, sind alle volumenbasiert und werten das Volumen, das gehandelte Volumen aus. Das sind eigentlich aber keine Indikatoren im eigentlichen Sinne. Gut, nachdem wir jetzt vom Stundenchart in den 15-Minuten-Chart runtergegangen sind, gehen wir mal direkt in den 5-Minuten-Chart und schauen uns jetzt dort das Bild weiterhin an. Wir zoomen das Ganze ein bisschen auf und sehen jetzt hier im 5-Minuten-Chart, dass der Markt gerade an diesen Lows abgeprallt ist. Wir haben jetzt hier intern, können wir die Struktur weiter verfeinern. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man halt ja von ganz weit oben, ja, von Google Earth ganz runter in die Stadt bis zur Hausnummer reinguckt und versucht dann zu verstehen, wer da wohnt. Und die Struktur, die ich hier im 5-Minuten-Chart sehe, ist aber ein bisschen eine andere. Das heißt, wir haben hier eine lange Bewegung und wir haben jetzt hier so eine Bewegung, die ja runter geht, ein Stück nach oben geht und jetzt nach unten geht so. So, und jetzt kommt hier drauf an, ob die Verkäufer sozusagen das Ding jetzt hier nach unten drücken, also durch die Unterstützung durch, ja, nein. Das ist meine Entscheidung, oder von der Unterstützung weg, nach oben und dann nach oben weg. Für Elliott Wellen Trader, wenn der Markt jetzt hier bei 19.830 hält, wäre das so eine dreiwellige Korrektur und wäre ein idealer Startpunkt für eine Bewegung. Ich meine, ich habe jetzt mit Elliott Wellen eigentlich nichts am Hut, fällt mir aber nur gerade so auf, ja, dass das hier entsprechend so laufen könnte. Gut. Die erste 5-Minuten-Kerze handle ich auch nicht. Im Markt. Ich warte immer die ersten 5 Minuten ab. Vor allem auch, wenn jetzt ein Feiertag dazwischen war, weil alle Werte erstmal quotiert werden müssen. Jeder Einzelwert schlägt sich ja durchaus dann nieder im Gesamtmarkt und deswegen warte ich meistens die erste Kerze ab. Gut. So, also das heißt, wir haben vom großen Zeitfenster runter ins kleine Zeitfenster gegangen und schauen uns das Ganze jetzt noch im 1-Minuten-Chart an. Die EOS 5-Minuten-Chart. Wo ist mein 1-Minuten? Da ist mein 1-Minuten-Chart. Wo ist mein 1-Minuten-Chart hin? Da. So. Und schauen uns das Ganze im 1-Minuten-Chart an. Im 1-Minuten-Chart habe ich natürlich auch wieder das gleiche Bild wie auch im DAX. Diese Verschachtelung, also 1 Minuten, wir können von mir aus auch Bars anmachen, gar kein Problem. Wir haben halt diese Bars und entsprechend blau und rot der 5-Minuten-Chart. So. Ich mache das Bild ein bisschen kleiner, weil jetzt kommt was dazu, was ich halt immer nutze und was mir halt sicherlich für den einen oder anderen einen Vorteil bringt. Denn ich brauche das Future-Volumen. Das heißt, ich brauche den Future, um zu verstehen, was da passiert. Man kann auch ohne Future traden, bloß ohne Future muss man halt etwas anders traden. Und man muss sich gewisse Sachen anders herleiten. Genau. Das heißt, wir gucken uns das ganze Thema jetzt mal an, auf wie ich das denn bei mir in meinem Premium-Service sehe. Das heißt, in meinem Premium-Service hole ich mir dann den Future vom Dow Jones her. Das ist jetzt oben rechts das ist eine andere Software, hat mit MetaTrader nichts zu tun.
Und ich kann es jedem empfehlen, der etwas länger schon handelt oder der professionell handeln möchte, sich irgendwann mal früher oder später die Futures zuzulegen. Denn das Volumen, was dahinter steht, gibt einen unschätzbaren Wert, um gewisse Sachen wesentlich besser interpretieren zu können, auch wenn man das natürlich logischerweise auch erstmal lernen muss. Nichtsdestotrotz zeigen sie uns, wo, wie viel gehandelt wird oder nicht gehandelt wird, wo viel Nachfrage ist, Interesse ist. Ja, und wer halt diese Information sehr gut nutzen kann, der hat heute auch im FDAX relativ gut ersehen können, wie der Markt am Ende eigentlich schon so langsam sein Ende der Bewegung gefunden hatte, ohne zu wissen, dass der Markt dann so stark steigt heute, aber gut. So, was sehen wir? Wir sehen ja aktuell sehr, sehr starkes Pendeln im 1-Minuten-Chart hin und her. Ist jetzt noch nichts Aufregendes passiert, aber das ist die Realität und ja, ich werde mal versuchen dann oder mal schauen, wo sich hier ein Trade ergeben könnte. Ja, wir sehen zum Beispiel im Orderbuch ganz unten rechts zur Information, habe ich vielleicht vergessen zu sagen, dort seht ihr den S&P 500 und ihr seht jetzt im S&P 500 sehr viel Nachfrage, ja, da 1200 Kontrakte, die jemand kaufen möchte und jemand hat sie auch gerade verkauft. Also er hat seine Kontrakte bekommen und jemand ist das entsprechend gerade short gegangen. So, das heißt, es entlädt sich gerade so ein bisschen dieser Druck und wir schauen jetzt mal, ob dieser Druck jetzt anhaltend ist im Markt oder ob sozusagen die Käufer hier im Breiten, also es Käufer gibt, die es schaffen, die ganzen Verkäufer. Das ist ja eine Börse ist ja nichts anderes wie ein ständiges Hin- und Hergerangel zwischen Käufern und Verkäufern. Ja, der eine ist der Meinung, ist so tief, der andere ist der Meinung, ist so hoch. Ja, und das ist eigentlich das, was man hier auf der rechten Seite in reinst Form sieht. Ja, und jetzt kommt es darauf an, wie viele Verkäufer gibt es im Markt. Wenn es richtig viel gibt und mehr als Käufer, logisch, was passiert? Der Markt geht nach unten. Aber jeder fallende Kurs führt auch dazu, dass es immer interessanter wird für Käufer, weil was möchte ich denn als Käufer? Ich möchte ja als Käufer so tief wie möglich kaufen und nicht so hoch wie möglich. Das ist auch das, was viele Trader halt ja immer wieder vernachlässigen, dass sie ja, viel zu hoch auch long gehen. Also ich gehe lieber in einem fallenden Markt long. Ja, also ich, also auch die Pros, also um eine gute Position aufbauen zu können, als großer Trader, muss ich eine Position in einem fallenden Markt akkumulieren, nennt sich das, also aufbauen, weil sonst komme ich nicht voran, weil sobald ich in einem steigenden Markt, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, ich bin ein richtig großer Trader, nur als Beispiel, die Börse ist ja kein abgeschlossener Markt, aber wenn jetzt schon 100 Leute kaufen und ich bin der 101., der auch noch mitkauft, dann habe ich immer schlechte Preise, weil ich ja mit einer Masse mitkaufen muss oder mitkaufe. Und das heißt, ich versaue mir jedes Mal den Preis. Genau, also wir werden natürlich auch die Trades unter die Lupe nehmen, ohne das Future, weil natürlich nicht jeder den Future halt hat. Aber sollte sich aus dem Future heraus den Trade Up anbahnen, dann werde ich den auch logischerweise erklären, was dort gerade passiert, damit ihr vielleicht das auch versteht. Und ja, ab und zu gibt es halt Situationen, da ist man an einem Punkt investiert, wo man über den Candle-Chart einfach nicht investiert sein kann, weil man es nicht sieht. Ja, man sieht nicht, was passiert dahinter. Also die Zahlen, die man rechts sieht, ist sozusagen der Blick hinter die Kerze. Und wenn man es mal ganz genau betrachtet, ist es so, dass eigentlich die Kerze ist ein nachlaufender Indikator von dem ausgeführten Volumen. Ja, und wenn ich gewisse Limits im Markt sehe, die nicht mehr bedient werden, dann weiß ich als allererstes, wenn das das Limit ist, weil da gibt es keinen Verkäufer mehr. Wenn ich das sehe, dann weiß ich, bevor das im Candlechart nach oben geht, weiß ich, dass ich derjenige bin, wenn ich dort jetzt unten mitkaufe, wo es keinen Käufer, Verkäufer mehr gibt, dann bin ich dort investiert, wo es im Candlechart noch kein Signal gibt. Weil im Candlechart muss ja vielleicht vom Tief aus gesehen erstmal eine Hammercandle entstehen, ja, damit ich überhaupt ein Signal habe. Gut. Wow, ich glaube, wir haben einen neuen Teilnehmerrekord gerade. Ja. Okay. Gut, also jetzt sehen wir hier unten auch entsprechend
Ja, wir sehen durchaus den Druck und wir haben jetzt hier unten gerade bei 43 unten im Future entsprechend wieder Käufer gesehen. Ja, mal gucken. Hier unten lagen gerade so ein paar Kauforders, wo der Markt nur kurz dran gehandelt hat und wieder weggeht. Gut, also noch gibt es nichts Interessantes. Ich lade mal hier noch mein Mini-Terminal dazu, weil das brauche ich, damit ich einen Trade schnell eingehen kann. Ja, genau. Also das Thema, wer sich mit diesem Thema, mit meinem Trading-Bildschirm befassen möchte, wie der aufgebaut ist und was ich dafür habe, den empfehle ich. Ich habe ein YouTube-Video, nämlich das YouTube-Video heißt Mein Trading-Bildschirm. So. Wir gehen mal darauf auf meinen YouTube-Channel. Und da gibt es hier oben Mein Trading-Bildschirm. Das Video bitte anschauen und da drin ist alles erklärt. Alles erklärt, wie ich meinen Trading-Bildschirm aufgebaut habe und wo man die entsprechende Software und alles findet. Ja. Also ich kopiere das mal ganz kurz rein. Ja, also wie gesagt, bitte das Video bei YouTube anschauen, da ist es genau erklärt, wo man was macht. Also hier hinten ist dann die Erklärung für den entsprechenden Future, wo man das dann findet. Ja. Und natürlich dürft ihr mir hier auch entsprechend einen Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefallen hat. Ja. Also wie gesagt, geht alles nur über die Future-Plattform. Also am besten ein Video anschauen und dann seid ihr geholfen. Gut, so. Alle Teilnehmer kaufen gleichzeitig. Warte mal, wenn ich jetzt rechne, wenn alle Teilnehmer jetzt hier kaufen, also wenn alle Teilnehmer jetzt jeder hier 10 S&P-Kontrakte kaufen würde, ja, bei über 500 Teilnehmer hier, dann könnten wir alle zusammen gemeinsam, müsste jeder 10 S&P-Kontrakte kaufen, dann könnten wir als Community den nach oben kaufen, um den S&P um 3 Punkte. Ja, um 2 Punkte, sorry. Dann könnte man S&P um 2 Punkte nach oben kaufen. Bloß, was würde ich machen, wenn ihr alle kauft, dann würde ich erst kaufen, das ansagen und dann natürlich hier oben, da wo ihr kauft, würde ich meinen Exit reinlegen. Ja, also so ist ja das auch, dass viele Bewegungen ja angetäuscht werden. Um einfach auch an der Börse ist ja das Thema Tarnen, Tricksen, Täuschen ja nicht auffallen um jeden Preis, sobald man ein großer Trader ist. Und ja, gut, also ich hätte eigentlich ein bisschen mehr Bewegung heute erwartet, aber gut, wenn keine Signale im Markt sind, habe ich ja auch Zeit, über andere Sachen zu reden. Gut, also wir sehen jetzt hier nur eine relativ stark schwankenden Markt, der kaum eine Struktur hat. Es gibt keinen Trend. Ja, der Markt zieht hier immer mal kurz nach unten, dann doch wieder nach oben. Nach oben geht es auch nicht weiter. Und wir sehen stark verschachtelte Kerzen. Links ist der 5-Minuten, ganz links ist der 5-Minuten-Chart vom Dow Jones. Wir eiern weiterhin in unserem Range-Bereich rum. Und ich muss jetzt erstmal warten, ob wir hier entsprechend irgendwo eine Veränderung sehen, wo ich auch eine Chance sehe, dass ja, dass der Markt sich in der Phase bewegt, dass ich auch was verdienen kann. So, gucken wir mal, macht der DAX hier irgendwas? Der DAX macht auch nichts, der klebt auch da oben fest. Ja, so. Also wir brauchen ja irgend paar Leute, die kaufen, verkaufen, damit sich der Markt bewegt und ich möchte mich, und das ist ja mein Ziel als Scalp-Trader, dort kurz draufhängen, wenn derjenige entsprechend dort aktiv wird, paar Punkte mitnehmen und dann wieder weg. Für Demo-Datenfeeds, also beim Demo-Datenfeed, wollte gerade die Frage kommen, eine Frage zum Ninja-Trader wegen Demo-Datenfeed. Also ich habe den Ninja-Trader Brokerage-Datenfeed, also ich glaube, das ist CQG. CQG, genau.
So. Das Mini-Terminal von JFD, das bekommt ihr, wenn ihr auf die Homepage von JFD geht. Auf die Homepage von JFD gehen und dort die Erweiterung runterladen. So, jetzt schauen wir mal an, ob jetzt was passiert. So, man macht so ein bisschen Attacke nach unten. Das nach unten hier, oder das ist zum Beispiel auch das, was man dann lernt, bei mir auch im Service, das Anfixen des Marktes. Das heißt, wenn nach so einer schnellen Attacke nichts nachkommt, dann ist das eigentlich immer ein guter Grund, wo man jetzt schon merkt, da will man eventuell kaufen. Also wir achten immer jetzt darauf, wie fällt der Markt nach unten, mit welcher Dynamik, mit welcher Geschwindigkeit. Das kommt wirklich im Detail darauf an, dass man das beobachtet. Und was passiert danach, wenn er jetzt das Tief bricht? Also sollte jetzt der Markt hier kurz durchgehen, so 5, 6 Punkte, und es kommt dann nichts nach. Also das heißt, hier unten gibt es gar keinen weiteren Verkäufer, dann handle ich, bin ich der, der long handelt. Ja, das kann ich sogar ohne Future-Unterstützung handeln, würde ich einfach so handeln. Ja. Also dafür möchte ich am liebsten natürlich sehen, dass der Markt nochmal neues Tages, also neues, nicht Tagestief, also immer wenn ich jetzt von Tagestief rede, ich meine mit Tagestief immer das Tief ab 15:30 Uhr. Ja. Jetzt kommt natürlich die bekannte Frage und das ist auch eine gute Frage. Dadurch, dass ja so viele Leute da sind, möchte ich die auch immer gerne beantworten. Warum handeln Sie nicht den Future direkt anstatt CFDs? Ich habe mich so ein bisschen auch an meine Kunden orientiert und die meisten meiner Kunden haben das entsprechende Kapital nicht, um im Future zu handeln. Das ist der eine Grund. Im Future bin ich, wenn ich jetzt den DAX Future habe, bin ich natürlich recht hoch investiert mit 25 € pro Punkt. Das ist für viele Kunden ja zu hoher Hebel. Und im Dow Jones ist es ja okay, im Dow Future zur Information ist ein Punkt 5 € oder $5 pro Punkt. Das können viele bewältigen. Bloß viele Kunden handeln halt ohne Future und viele handeln auch unter 5 CFDs im Dow Jones, weshalb es vom Risiko Money Management besser ist. Ich sag mal, solange man keine 15, also keine drei Kontrakte im Dow Future tradet, oder keine 15 CFDs im Dow Jones traded, sollte man auf alle Fälle im CFD bleiben, denn man ist einfach von der Risikoadjustierung viel, viel feinfühliger. Weil ich kann mit 1 Dollar pro Punkt handeln, ich kann mit 1,5 handeln. Diese Möglichkeiten habe ich halt im Future nicht. Ja, ich habe halt immer 5 Dollar pro Punkt. So, jetzt kommt der Durchbruch. Auf der anderen Seite ist der CFD nicht mehr teurer wie der Future. Der Future ist sogar teurer wie der CFD. JFD hat konstant 1 Punkt Spread und 0,2 Punkte Kosten. Das heißt, ich komme auf 1,2 Punkte in Summe. Wenn ich den Dow Future handeln würde, dann habe ich dort 1 Punkt Spread. Und pro Kontrakt zahle ich um die 4 Dollar, sage ich jetzt mal, oder 3,40 Dollar oder 3 Dollar. Das heißt, ich habe eigentlich dort 1, fast 1,4 Punkte Spread. Also von daher ist das gar nicht so unbedingt so viel schlechter, jetzt noch das im CFD zu handeln. So, ich handle privat mittlerweile auch recht oft den DAU im CFD. Warum? Ja, weil ich einfach die Plattform offen habe. So einfach muss ich es mal so sagen. Handeln Sie auch den Nasdaq? Nein, der ist mir zu chaotisch. Gut, also wir haben jetzt gerade den Durchstich auf der Unterseite gesehen. Interessant, im gleichen Atemzug der S&P rechts unten hat nur das Tief um einen Tick verändert. Ich werde mal schauen, ob wir jetzt hier die Long-Seite traden können. Also das ist genau, also ich habe das ja schon vorgezeichnet. Der Markt macht das eigentlich ganz gut. Er hat nach unten ein neues Tief angehandelt, die nächste Minute direkt wieder hochgehandelt. Ich bin jetzt aktuell noch nicht long drinne. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Also ich habe jetzt das Problem, dass eigentlich hier oben das schon fast die 10 Punkte, die der Markt jetzt gestiegen ist, schon fast zu spät für mich erscheint. Ich werde mal Folgendes machen. Also ich handle den Long jetzt direkt nicht. Wir werden sozusagen in der Mikrostruktur jetzt darauf warten, wie der Markt jetzt nochmal runterkommt. Wenn er kein neues Tief macht in der nächsten Minute oder nächsten 2 Minuten, dann warten wir die nächste 5-Minuten-Kerze ab. Ganz oben seht ihr die Uhrzeit. Wir haben es 15:49 Uhr und 15 Sekunden. Und ja, also wenn der Markt hier nochmal zurückkommt, dann kann ich da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier oben einsteige und die letzten 30 Sekunden werden jetzt schwach, dann bleibt die rote Kerze eine rote Kerze und wenn die nächste nochmal weiter in Trend geht, dann habe ich einen
ja, ein Zonk, wie ich so schön sage, im Markt. Denn wenn der Trend weitergeht, dann bin ich natürlich der Depp, wenn ich zu hoch einsteige. Deswegen also in der Phase, wo sich jetzt der Markt bewegt, muss ich so tief wie möglich long sein. Aber die Struktur ist eigentlich recht klar für mich. Also für mich persönlich ist sie klar. Der Markt fixt an, kommt nicht weiter, deckt wieder ein. Das Einzige, was fehlt auf der Oberseite, ist, dass der Markt so richtig durchknallt. Da vielleicht nochmal ganz kurz der Brückenschlag zum DAX heute. Das seht ihr heute auch entsprechend, wie der Markt hier angefixt hat. Also hier unten, seht ihr das? Wir machen neues Tagestief, ab nach oben. Aber es hat halt doch relativ lange gedauert, bis der Markt dann endlich nach oben durchgegangen ist. Also da unten auch neues Tagestief und der Markt, was macht er? Geht nach oben. Neues Tagestief, auch hier. Und was passiert danach? Der Markt geht wieder erneut nach oben. Und da beim dritten Mal dann, kam dann wirklich dieser Eindeckungsmove. Ja, also diese Eindeckungsbewegung, die schnell und heftig war und zeigt, dass viele auf dem verkehrten Fuß erwischt worden sind. Und dann, das jetzt zu erklären, dann kommen entsprechend, die Optionsseite muss aktiv werden, weil die auf einmal Panik kriegt. Die Kasse hat gekauft. Das hat man sehr gut gesehen, weil alle DAX-Werte mit einmal nach oben gestiegen sind. Und ja, und dann kompliziert sich dieser Move dann entsprechend durch. Gut. Okay, also das heißt, was möchte ich jetzt gern sehen? Ich möchte jetzt in den USA gerne sehen, wie der Markt nochmal nach unten geht, kein neues Tief macht und dann nach oben geht. Wir haben jetzt 3 Minuten mit einem steigenden Tief und das baut sich ja so langsam auf, das Bild. Ja. Also wir sehen immer das Anfixen, aber noch keine richtigen Eindeckungen. Das kann sich, wie gesagt, oder gerade eben habe ich es ja angedeutet, kann sich auch noch hinziehen. So, was mache ich? Ich zeichne mir einfach an das Tief der letzten 5 Minuten Kerze entsprechende horizontale Linie und das war's. Das ist alles, was ich brauche. Ich sehe auf der linken Seite im 5-Minuten-Chart, wir eiern ganz, ganz langsam nach unten. Wir reden hier im Skype-Trading von einem schwachen Trend. Und den schwacher Trend trade ich bis zum letzten Tief hin, wenn ich den Short handle. Was ich aber lieber handle, ist halt ab neuem Tief dann die Long-Seite, weil wenn es dieses Potenzial gibt, dass der Markt eindeckt, so wie das heute im DAX war, ist das Chancen-Risiko-Verhältnis in so einem Preisbereich mit Long zu handeln wesentlich höher. Sollte der Markt jetzt aber doch kontinuierlich nach unten durchfallen, dann darf er das machen. Wichtig für mich wäre an der Stelle, dass ich einfach nicht Long bin, wenn er denn durchfällt. Das wäre für mich das Wichtige. Gut. Wir sehen aber, dass auch die Vola Maximum gerade 14, 15 Punkte. Und hier ist, jetzt kommen wir mal als nächstes schon vorbereiten, bevor ich den Trade eingehe. Vielleicht so ein bisschen Risiko Money Management. Also ich habe hier einen großen Account, den ich gerade trade. Den großen Account zur Information trade ich mit einem Risiko von 0,3 oder von 0, ja, nicht mal 0,1 bis 0,3%. Entspricht 0,3 bei 200.600 Euro Risiko. So. Ihr werdet sehen, dass ich 600 Euro, oh, jetzt wird es interessant. Markt faked nochmal das letzte Tief an. So. Jetzt kommen wir in die Range. So, ich bin long mit 5 CFDs. Also, wir haben nochmal das Tief der letzten 5 Minuten Kerze angehandelt. Ich gehe mit einer Position rein. Ich habe jetzt hier keine zwei oder drei Positionen. Ich bin jetzt gerade long drinne, bin bei -3 Punkte. Das seht ihr an der Zahl, was ich am Minus bin. Ich weiß, dass ich in einem schlechten Trade drinne bin. Wenn der Markt es jetzt nicht schafft, dieses letzte Hoch im 1-Minuten-Chart, ich mache mal jetzt den 1-Minuten-Chart ein bisschen größer. Ihr seht ja, wie der Markt hier trotzdem immer noch in seinen Abwärtstrend drinne ist. Aber wenn er jetzt, solange er dieses letzte Hoch hier nicht rausnimmt, dann ist es immer noch ein schlechter Trade. Wenn er hier mal eindeckt, noch das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze ausnimmt, dann wird es eigentlich ein ganz guter Trade. Jetzt nur mal zur Überlegung. Also wenn ich jetzt, ich kann hier handeln bis zu 600 Euro Risiko. Mein Risiko liegt jetzt im Maximum bei minus 138 Euro. Mein Take-Profit liegt gerade mal, ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich meinen Trade hier manage. Ich bin nicht mit einer vollen Position drin. Wie gesagt, möchte das Risiko jetzt auch hier in so einem Webinar klein halten. Ja. So, wichtig wird jetzt sein, dass wir hier über die 23 drüber schnippen, jetzt das Anfangshoch der Kerze rausnehmen und dann noch das Hoch der letzten 5 Minuten Kerze rausnehmen und dann ist der Trade gut. Das ist genau das, was wir heute im DAX schon ein paar Mal gesehen haben. Anfixen, kommt nichts nach,
ab dafür Oberseite. Ganz klassisches Handling. Ja, habe ich ja nun zu Genüge erklärt, wie man das erkennen kann. Und das auch halt, das muss man halt jeden Tag trainieren. Ja, das ist jetzt nicht, weil ihr jetzt einmal das Webinar seht, könnt ihr das, sondern das muss man jeden Tag trainieren. Bei mir stehen da 16 Jahre Training, 16 Jahre Training dahinter. Balkencharts sind unübersichtlich. Ich mache auch für euch gerne Candidcharts an. Also für mich ist es gleich. Also vom Blick her ist es für mich identisch. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Also wir sehen jetzt, dass wir das Hoch der Eröffnungskerze, der letzten 5 Minuten Kerze, haben wir nicht überschritten. Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich gleich nochmal die Attacke sehen. Jetzt werdet ihr gleich sehen. Ich werde jetzt gleich vor einem Problem gestellt. Warum vor einem Problem? Wenn der Markt jetzt hier nochmal nach unten geht, genau. Wenn der Markt jetzt hier nochmal nach unten geht und nochmal ein neues Tief macht, habe ich das Problem, dass wenn ich jetzt mit einem harten Stop arbeiten würde auf neuem Tief, würde ich ausgestoppt werden. Gehe ich jetzt davon aus, dass der Markt hier unten nur anfixt und nichts nachkommt, ja, dann kriege ich den Trade nochmal ganz gut raus. Aber das Problem kann sein, wenn der Markt hier nochmal ein neues Tief macht, deswegen muss man hier überlegen, sollte der Markt nochmal das machen, was er 10 Minuten vorher schon wieder gemacht hat, darf ich nicht hier unten aussteigen, sondern ich muss vorher aussteigen. Jetzt achten wir aber auf das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze, denn dieses Hoch ist gleichzeitig der Trigger, wo wieder viele das Kaufknöpfchen drücken werden, weil der Markt dort ein bisschen eindeckt. So, damit man das vielleicht nochmal ein bisschen besser sieht, das kann ich alles, das ist alles ohne Future gehandelt. Da gucke ich nicht mal nach links auf den Future. Wir schauen jetzt nochmal hier in den 5-Minuten-Chart. Wir achten ganz genau darauf, was passiert am Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze. Achtung, solange wir nicht darüber gehen, bleibt das Ding abwärts und ich sollte entscheiden, ob ich vorher mit plus minus null rausgehe oder nicht. Und ich muss unter Umständen ein neues Tagestief akzeptieren. Kommt es hier über dem Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze, was bei 19.828 ist, zu einem entsprechenden Eindeckungsmove, sehen wir jetzt gleich den Plop nach oben. Die Amis sind dort aber total pervers, denn sie machen sowas auf dem Punkt genau. Also es kann wirklich sein, die bleiben am Punkt bei der 28 stehen, gehen keinen Millimeter weiter und es gibt den Plop nicht. Aber wenn, dann gibt es jetzt gleich den Plop. Schauen wir mal. So, also wir haben es angehandelt, das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze. Jetzt müsste es den Plop geben und wenn es den gibt, ja, geht es halt ein paar Punkte hoch und wir machen ein bisschen Gewinn. Okay, so, wir sind 10 Punkte vorne. Das heißt jetzt für meinen Mini-Mini-Mini-Account, so jetzt sind wir 12 Punkte vorne. Hier haben wir die gehandelten Euro-Werte, 55 Euro sind wir jetzt im Plus. Und das Ganze relativ simpel, ganz einfach, es gibt keinen Indikator, es gibt keinen irgendwie, kein Hackmeck, kein super Indikator, sondern es ist einfach das Verständnis von Marktstruktur. Das ist alles. Ja. So, wann ziehst du den SL nach? Das ist auch eine ganz gute Frage. Das heißt, und hier kommt jetzt meine ATR eigentlich zum Tragen, die ich hier in einem anderen Indikator habe. Halt. So, also ich werde jetzt den Stop-Loss auf Break-Even setzen, also plus minus 0. Ich war jetzt 11 Punkte vorne. Jetzt so langsam die Zeit, dass ich jetzt sage, Break-Even kann man hier mit dem Mini-Terminal total super machen bei JFD. Also man drückt, ich mache es nochmal, man drückt auf diesen Buy-Button oder auf den Take-Profit-Button, drückt man Doppelklick, geht das Dialog auf. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier Partizialklos machen, sagen, okay, ich möchte mal zwei CFDs verkaufen, zack, Close. Schwuppdiwupp, zwei CFDs mit 13 Punkte verkauft. Ja, wir können jetzt hierher gehen und sagen, wir machen jetzt den Stop-Loss. Klickt man drauf, geht ein neues Fenster auf, sagen wir Break-Even und setzen den und jetzt ist das Ding Break-Even. Das ist aber 0 Euro nach Kosten, wären jetzt das ein kleiner Verlust. Das heißt, man kann, da wir wissen, dass wir 0,2 Punkte Kosten haben, kann man die noch draufrechnen und so. Dann sind wir hier plus minus 0. So. Gut. Den Take Profit hier schiebe ich mal einfach weg, weil wenn der Eindeckungsmove kommen sollte, ist das Potenzial nach oben doch recht ordentlich. Und jetzt wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, auf den anderen 5-Minuten-Chart mit meiner ATR. So, ich habe jetzt noch einen anderen 5-Minuten-Chart hier gerade aufgemacht und da steht die ATR bei 3, bei 17 Punkte. So, 17 Punkte. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich von 17 Punkte ein Drittel bis zwei Drittel erreichen kann, ist das gut. Würde bedeuten, 17 durch 3 macht, also ab 6 Punkte darf ich verkaufen.
Wenn ich es schaffe, 2 Drittel, also das heißt 10 Punkte erreiche, dann kann ich den Trade guten Gewissens schließen. Ja. Das kann man machen. Was halt auffällt in dem heutigen Chart ist zum Beispiel, wo man sagen kann, okay, 10 Punkte, Take Profit, das reicht mir, ist, dass ja der Markt stark pendelt. Wir sehen auf der linken Seite den 5-Minuten-Chart und diese Pendelei hin und her, hin und her, hin und her, hin und her, weshalb es ja eventuell nicht sinnig ist, ja, den Stop-Loss, also mit einem Stop-Loss zu arbeiten, sondern einfach zu sagen, zum Beispiel 13 Punkte ist gut, gehe ich raus, weil reicht mir. Als Skype-Trade, ja. Ein Stop-Loss ist eigentlich, sorry, bin ein bisschen erkältet, ist eigentlich unsinnig, wenn der Markt so stark hin und her geht. Weil so ein Stop-Loss kostet im Skype-Trading da extrem viel. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir knapp nicht ausgestoppt worden sind. Aber ihr seht jetzt mal, vielleicht diese Denkweise als Skype-Trader ist vielleicht eine ganz andere, wie das, was man da draußen in der Industrie so ein bisschen auch kennt, mit diesem ganzen Indikatorengedöns und Formationsanalyse und ach weiß der Geier was. Ja? Wenn man am Ende steht hinter einer Dreiecksformation oder hinter einem Keil oder was auch immer, stehen ja immer Menschen, die eine gewisse Order ausführen und genau weil sie das machen, was sie machen, führt das am Ende zwar zu der Formation. Aber wenn man nicht grundsätzlich verstanden hat, was die Formation bedeutet und was dahinter steht, dann ja, ist man eigentlich immer nur, ich sag's mal so ganz platt, zufällig erfolgreich. Ja, weil man noch nicht verstanden hat, was da wirklich passiert. Und das muss man halt tagtäglich trainieren, dass man, egal wie der Markt läuft, und da bin ich mittlerweile einer sehr großen Überzeugung, dass man eigentlich tagtäglich am Markt Geld verdienen kann. So, jetzt ist der letzte Trade ausgestoppt worden, der letzte Teil ausgestoppt worden. Wir haben in Summe, ja, sozusagen im Schnitt das entsprechend verdient. Jetzt fixt der Markt das auf der Unterseite nochmal an. Im Idealfall nehmen wir jetzt das Tief der letzten 5 Minuten Kerze aus und nochmal ein neues Tagestief. Dann schauen wir mal, ob der Markt da das Gleiche macht und dann könnten wir ja the same procedure am Ende auch nochmal traden. Gut. Also das war ein relativ einfacher Trade und ihr seht, ohne viel Schnickschnack. Aber natürlich muss man erstmal darauf kommen. Frage, nehmen Sie die ATR vom 1 Minuten oder 5 Minuten, von der 5 Minuten Kerze. Ich möchte wissen, ich möchte mit diesem Indikator wissen, was schwankt der Markt hier im 5 Minuten Chart so. Klar ist, das geht jetzt, man kann natürlich auch mehr wie 17 Punkte verdienen. Ist ja möglich, wenn man länger, wenn man mehr Ausdauer hat und so. Aber das ist für mich so eine ganz grobe Faustformel. Es gibt ja auch Tage oder mal Jahre vielleicht oder viele Tage in Folge, wo die ATR vielleicht bei 40 Punkte steht. Ja, sowas gab es ja auch, wo der Markt alle 5 Minuten 40 Punkte hoch und runter geknallt ist. Und da muss ich halt anders traden. Es ist auch eine Intention, wo man auch überlegen kann, wie die Stopgröße vielleicht ausfällt. Ja, also das heißt, wenn die ATR 40 ist, ist die Stopgröße eine andere, wie wenn sie 16 ist oder wenn sie nachher vielleicht nur noch bei 8 ist. Ja. Warum das 3 ist, ist halt 3. Ich hab mich sozusagen, ich habe da meinen Reim drauf gemacht. Das ist halt, wie gesagt, auch persönliche Sache. Ihr könnt ja von mir aus auch die ATR im 1-Minuten-Chart nehmen und es soll und macht sie halt länger. Es soll halt nur ein Gefühl geben, was kann ich erwarten und wie weit sollte mein Stopp sein. Warum traden Sie nicht short? Der Markt ist in 5 Minuten doch short. Ist er eben nicht. Genau, ist er eben nicht. Der Markt ist eben nicht short. Der Markt wird gekauft. Das, was wir sehen, sind Käufe. Wir sehen kein Short. Das ist das Verständnis, dass man sieht natürlich, wie der Markt fällt, aber das ist nicht die Realität. Das ist das, was der Markt einem zeigen möchte. Die Realität hier ist, dass hier die ganze Zeit gekauft wird, wie doof. Das ist die Realität. Das ist sozusagen der Blick hinter die Matrix. Also ich versuche mit meinen Longs das vorwegzunehmen, was später, wenn sich das Bild komplettiert, was später passiert. Und was später passiert, ist das. Das ist das, was passiert. Das ist nicht, weil ich sage, dass der Markt da hochgehen muss oder weil ich das will. Weil ich aber sehe, dass der Markt hier nicht verkauft. Weil wenn der Markt hier an der Stelle verkaufen würde, dann würde er ja hier runterfallen. Macht er aber nicht. Oder noch nicht. So, und jetzt kommt dieses Battle. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sehen immer noch Short und verkaufen.
Es gibt andere Leute, die sehen aber auch, dass der Markt nicht weiter fällt und sie fangen an zu kaufen. Sie wollen die Ersten sein, weil ich möchte als Käufer ja so günstig wie möglich reinkommen. Das heißt, ich lasse mich hier immer bedienen. Immer wenn eine Attacke von Short kommt, gehe ich als Käufer rein oder lasse mich bedienen von irgendwelchen, die verkaufen. So, und irgendwann muss mal eine Seite reagieren und dann kommt diese Bewegung, von der wir natürlich partizipieren wollen. Also ich würde in dem Fall never ever ein Short handeln. Also nicht im Skype Trading. Das kann auf Stundenbasis was ganz was anderes sein. Aber im Skype Trading würde ich hier in der Phase niemals einen Short handeln. Ich kann Short handeln, aber ich würde es tendenziell nicht machen, weil wenn die Eindeckungen nach oben kommen sollten, dann überrennt es mich. Also wenn man Short handeln möchte in diesem Markt, dann muss man hier oben irgendwo Short handeln. Da muss man ungefähr abschätzen können, wo oben ist und wo der Markt runtergeht. Ja, also das ist natürlich, also wir sehen, und das ist wichtig, das ist der Blick, den muss man lernen. Wenn man erfolgreich traden will, muss man verstehen, dass tendenziell hier nicht verkauft wird. Weil wenn hier verkauft werden würde, würde ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Bild wir haben. Es heißt aber auch nicht, dass der Markt zwingend nach oben gehen muss. Solange das so ist, wie es jetzt ist, die Phasen verändern sich. Wenn man jetzt mal das als Phase für Frühling sieht, dann kann man sagen, okay, wenn Sommer kommt, dann geht es halt hoch. Ja, wenn der Winter kommt, bricht es ein. So, man bemüht sich hier nach oben wegzukommen, aber es fällt dem Markt auch schwer. Wir haben auf der anderen Seite noch keine Anschlusskäufe, nennt man das, die dem Markt wirklich tragend sind. Es kann natürlich auch später sein, wenn man, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier rumeiern, ich zeichne das mal als Beispiel, wir eiern hier rum, dass wir hier nicht durchkommen durch dieses Level, dann kann es durchaus passieren, dass irgendwann auch die Käufer aufgeben und dann sehen wir wirklich Short. Aber das, was wir hier sehen, ist kein Short. Das ist verkehrt. Ja, ich bin da auch teilweise mittlerweile streng bei meinen Coaching-Teilnehmern, die ich privat auch coache. Ich gehe hier mittlerweile sogar so weit und sage, das ist ein handwerklicher Fehler. Das ist wie wenn man auf dem Bau auf der verkehrten Seite des Astes sitzt und sich den Ast selber absägt, anstatt nur den Ast abzusägen. Also, wie gesagt, noch, also aktuell wird dieser Preisbereich um 19.819 oder 19.811 bis 19.829 gekauft. Das ist so. Das Einzige, was fehlt, ist, dass der Markt noch nicht nach oben freigelassen wird, weil es immer auch noch Verkäufer gibt oder die Käufer noch nicht so stark sind. Das, was ich als Trader hier entscheiden muss, ist wieder das große Bild zu akzeptieren. Gehen wir mal hoch in den Stundenchart. Schauen wir uns das mal an. Was könnten der Grund sein, warum der Markt hier nach oben geht? Könnte auch vielleicht der Grund sein, dass der Unterstützungsbereich, den wir uns hier vorher eingezeichnet haben, eventuell für eine größere Riege an Tradern interessant ist, um zu kaufen. Ja, so. Das ist der Grund. Eventuell, wir wissen es nicht, kennt die Leute auch nicht, die da handeln. Kennen auch die Algos nicht, die da handeln. Aber ich wüsste eins, dass wenn ich hier heute, ich hätte, wie gesagt, es gibt nur eins, also es gibt nur Long. Ja, so. Und das ist der Plop. Das ist der Plop, von dem ich immer rede. Das ist der Plop. Ja. So, das ist der Plop. Wenn man den erwischt, alles gut, dann kann man danach Feierabend machen. Also, aber wie gesagt, wichtig, das ist auch bitte kein persönlicher Angriff, warum, es ist eine gute und eine interessante Frage, warum ich nicht Short handle, aber es ist auch wirklich so, auch bei mir, in meinem Trading Service, die Leute fragen mich immer, wie kannst du in einem fallenden Markt Long gehen? Ja, aber wenn genau das passiert, was wir heute auch im DAX gesehen haben, das ist der Plop. Das ist das Eindecken. Das ist die Aktivität von derer, die vorher verkehrt lagen. Und das ist jeden Tag das Gleiche. Ich möchte als Trader an der kommenden Bewegung partizipieren und nicht an dem, was schon war. An dem, was schon war, bin ich eh nicht dabei. Also wer den Plop hier erwischt hat, sehr schön. Was ist das Idealziel des Plops? Natürlich, die auch rauszuholen, die bis da hoch irgendwo verkehrt gewickelt sind. Ja.
immer jeden Tag das Gleiche. Genau das Gleiche haben wir heute im DAX gesehen, aus einer anderen Lage heraus, aber der DAX hat uns heute genauso gezeigt. Und wer hier vielleicht gesehen hat, ja, wer hier vielleicht gesehen hat, dass der Markt Attacke nach unten scheitert. Klar, ich wurde hier ausgestoppt, aber ich muss mich ja auch schützen mit meinem Risiko Money Management, weil ich natürlich das zwar antizipieren kann, aber ich muss ja trotzdem nicht richtig liegen. So, es hätte durchaus sein können, der Markt macht halt nochmal neues Tief und dann nochmal das Gleiche. Das heißt, die Longs werden weiterhin akkumuliert. Und das ist das, wenn der Deckel fliegt, wenn es ploppt. Ja, raus. Jetzt kommt die Frage, welche sind drinne und wollen gerne aussteigen. So, hier muss man überlegen, man hat ja jetzt mehr, weit mehr als der Average, also was der 5-Minuten-Trade gebracht hat. Also ATR steht jetzt bei 21. Wenn ich hier 10, 15 Punkte habe, ist alles cool. Ich darf natürlich jetzt nicht sagen, wie ihr handeln sollt, weil da bin ich nicht befähigt dazu. Die Sache ist jetzt die, jetzt kommt es darauf an, wie sich das Bild komplettiert. Der Markt kann natürlich hier oben an dem Hoch, wo er einmal verkauft hat, auch wieder erneut verkaufen, weil das, was einmal also einmal als Verkauf genutzt würde, kann auch nochmal genutzt werden. So. Das heißt, hier oben wäre für mich bei 19.867 ein schönes Ziel, um den Trade guten Gewissens glattzustellen. Jetzt kommt es hier auf die Persönlichkeit, sage ich immer auch im Webinar des Traders an, wo ich sage, ja, lieber Trader, natürlich, der Markt kann auch konstant nach oben weglaufen, wenn jetzt diese Anschlussorders alle durchkommen. Was würden wir sehen? Wir sehen weiterhin Kontinuität im Markt. Im 1-Minuten-Chart lauter steigende Tiefs, obwohl der Markt jetzt schon so stark gestiegen ist. Und wenn diese Kontinuität kommt, dann würde ich mein Take Profit oberhalb, auf alle Fälle über 19.881 legen. Jetzt muss man halt nur als Trader für sich überlegen, wie viel gebe ich von meinem Buchgewinn wieder ab? Oder bin ich bereit abzugeben für die Chance auf mehr? Und auf was mehr? Ja. Also, und wenn ihr aber rausgeht, dann geht nicht jetzt raus hier dazwischen drin. Also entweder gehe ich hier oben raus oder gar nicht. Ja. Also da oben, weil da oben liegen die Stops, da oben liegen ja die gerade Short verkehrt drin sind. Die liegen, wenn dann, da oben. Also macht es nur Sinn, die Longs an den zu verkaufen, der gerade Short ausgestoppt wird und sagen, hier, hallo. Ja, so. Wenn natürlich der Markt runterfällt, muss man damit aber konform gehen und sagen, alles klar, ich war bereit, für dieses obere Ziel meinen bisherigen Buchgewinn herzugeben, wenn es nicht passiert. Was man immer machen kann, ist die zwittrige Lösung. Die zwittrige Lösung heißt Teilverkauf. Teilverkauf am ersten Ausstopper. Wenn jetzt der nächste auch noch gezogen wird, dann ist man dabei. Wenn es wieder runterfällt auf null, hat man auf alle Fälle mal was verdient. So, dass hier so ein bisschen Kontinuität drin ist, sehen wir sehr, sehr gut hier im 1-Minuten-Chart. Seht ihr das? Aber oben ist der Deckel drauf. Und hier kann mir unter Umständen der Future helfen. Jetzt gehen wir mal rüber in den Future und jetzt gucken wir mal, was da oben los ist. So, jetzt sehen wir hier im Future und sehen so ein bisschen den Order Flow. So, wir sehen immer noch aktive Käufe. Jetzt, je höher wie er kommt, desto mehr ist er, stellt euch das ja einfach vor, ihr habt jetzt gekauft, je höher der Markt geht, desto mehr Leute fangen ja auch an zu verkaufen, weil was wollen wir? Wir wollen ja tief kaufen, hoch verkaufen. Und worauf ich jetzt achte, ist hier, wie die Verkäufer absorbiert werden. Also ich möchte jetzt gerne sehen, dass hier die roten Leute, die Verkäufer, auf ganz viel Nachfrage treffen, nämlich von limitierten Käufern, damit der Markt einfach gar nicht runterfällt. Das heißt, hier oben gibt es irgendeinen anderen Trader, der steht hier und sagt hier, los komm, ich bin derjenige, der fängt euch hier auf. Für die, die jetzt hier oben Short handeln, ich fange euch auf, wenn das gut geht, ja, dann nehme ich hier mal die erste Position rein, verkauft mir alles mein Zeug und wenn hier unten der Käufer, der hier unten steht, groß genug ist, dann wird der Markt nur bis dahin fallen, wenn er groß genug ist und es nur wenige Verkäufer gibt. Um es vielleicht mal als Rechenbeispiel, damit man sich es vorstellen kann. Wir haben jetzt so 100 CFDs gekauft. Hier oben verkaufen wir 50 CFDs und hier unten und die ersten Trader, die noch nicht investiert sind, fangen jetzt hier auch an, 100 CFDs zu verkaufen oder Kontrakte, ist ja wurscht. Auf der anderen Seite gibt es aber jemanden, der kann hier weitaus mehr handeln. Der kann, weiß ich, in Summe 500 CFDs kaufen.
Und der lässt sich jetzt bedienen von den Verkäufern, die jetzt hier ihre CFDs, ihre Kontrakte, Futures, was auch immer verkaufen und sagt sich, okay, wenn das hier hält, dann weiß er ja, wo ja die jetzt hier short gehen, wo gehen die raus? Die gehen irgendwo auf der Welle nach oben raus. So. Der stellt sich hin ins Limit, weil er ein Pro ist, stellt er sich hin und sagt sich, gib mir mal eure Stücke her, ich nehme sie auf und in der Folge dessen, was passiert hier, geht der Markt nach oben weg. Die hier unten short waren und nicht wahrhaben wollen, die in den Indikator schauen und sagen, Mensch, die Stochastik, die ist jetzt überkauft, der Markt fällt jetzt runter. Ja? So, genau diese Leute, die legen ihren Stop hier oben hin und die werden gleich geholt, wenn ja, die Verkäufer sehr gering sind, sie sehr klein sind und der Markt tendenziell über das Limit ja, abgefedert wird. Runterfallen würde jetzt nur, wenn hier unten es keinen Käufer gibt, der den Markt hält. Ja, wenn es den nicht gibt, dann fällt der Markt ja komplett wieder runter, macht halt Pumps. Ja. Das muss ich dann strukturell dann rauskriegen, indem ich hier in den Orderflow reinschaue, sehe, wie das Kaufinteresse weiterhin da bleibt, um einfach zu, ja, das zu sehen, ob der Verkaufsdruck entsprechend aktiv gemacht wird oder ob wir gegen größere, ja, gegen größere Verkäufer laufen. Und wenn das der Fall ist, ja, jetzt hat derjenige vielleicht von seinen 500 CFDs oder Kontrakten, die er kaufen kann, gerade mal 100 drinnen mit einer Mini-Position. So, und jetzt kommt der Move und jetzt kommt der Plop. So. Der Big Player kommt natürlich dort raus. Das ist eine interessante Frage. Vielen Dank für gut vorausgedacht. Ja, wie würde ich als Big Player rauskommen? Wo weiß ich, wo ganz viele Käufer liegen? Ganz viele Käufer liegen doch hier oben als Stop. Das sind doch die gerade verkehrt drin sind. Da oben liegen sie als Stop. Das heißt, hier finde ich ganz viel Kaufvolumen. Gehen wir mal davon aus, hier oben liegen unsere 100 CFD-Leute. Unsere 100 CFDs oder 200 CFDs, die hier short sind, die liegen hier. Wo würden diese als Käufer auftreten am Markt? Da. So, 200 CFDs. Das heißt, wenn der Markt hier durchgeht, durch diesen Punkt, gibt es auf der einen Seite 200 Käufer und ich als Big Player kann natürlich mich hinstellen und sagen, ach hier kommen Jungs. Vielleicht sehen wir ja hier oben noch ein Limit drinne. Da sagt er, mein Take Profit liegt hier oben. Deswegen sage ich ja, wir gehen wenn dann daraus, wo höchstwahrscheinlich die Stops liegen, wo groß gehandelt wird. Weil diese Stops bedienen ja den limitierten Käufer, wenn es gut kommt. Also der Käufer, der hier drinne ist, der stellt hier oben seinen Take Profit rein, lässt sich bedienen von den Ausstoppern. Ja, also die Ausstopper, wir machen es mal anders. Texteigenschaften. Short Ausstopper. Short oder Shortstopper, die Short Hopper Stopper. Die haben plus 200 CFDs, so. Oder Kontrakte, was auch immer. Und auf der anderen Seite steht halt. So, jetzt seht ihr gleich den Plop mit Ansage. So, und auf der anderen Seite steht der Pro. Ich nenne ihn mal der Pro. Und der kann minus 200 per Take Profit verkaufen. So. Ja, so. Das heißt, beide treffen sich hier oben. Der eine wird ausgestoppt, der andere macht Gewinn. Und damit fällt der Markt nicht runter. Ja? Oder danach dann, ne? Wenn der noch mehr verkaufen möchte und dann drückt er vielleicht den Markt so ein bisschen nach unten. So schade, so richtig guter Plop kam nicht. Wir haben das hoch rausgenommen, aber so richtig wirklich Stops lagen hier nicht. Es lag auch nicht wirklich Stops hier. Das muss man jetzt mal so akzeptieren. Ein Stop sieht schneller aus und geht auch ein bisschen besser. Also das waren hier, es gab doch nicht so viele, die hier da oben lagen. Also lagen doch nicht so viele verkehrt, wie ich das vermutet hätte. Weil wenn es jetzt hier einen Stop gegeben hätte, einen schönen, dann geht das mit einem Schlag hier oben durch. Also es lagen hier tatsächlich auch der kleine Trader lernt. Vielleicht hat er seinen Stop weitergelegt. Ja. Aber hier oben waren jetzt keine Stops da. Der Markt ist aber kurz mal rausgegangen und das ist wichtig. Man muss oder man sollte, wenn man einen guten Trade hat, dort rausgehen, wo andere gestoppt werden. Und das wäre Take Profit am oder über dem letzten lokalen Hoch. Fertig. So. Also ich denke mal, wir haben sehr, sehr gut gesehen den Verlauf, wie ein Markt zu laufen hat. Und ich glaube, dass
dass vielleicht, wenn ihr euch nochmal das Video anschaut, ihr ja sehen werdet, ja, bin raus mit einer Position plus 245, na, einwandfrei. Ich glaube, es ist einfach schön zu sehen, wie ich hier unten in dem Bereich, da wo man an Long denkt, der Markt auch dann am Ende, ich habe jetzt hier zwar keinen Trade gemacht, aber ich hoffe, dass ich das ganz gut mal erklärt habe, dass ihr einfach seht, wie die Denkweise eines Scalp-Traders ist und dass er sich wahrscheinlich davon unterscheidet, wie andere Trader denken oder was man so kennt, was viele denken, ja. Sagen wir es mal so. Okay. Aber wichtig war oder Ziel sollte sein, dass der Markt hier das hoch nochmal rausnimmt. Mal gucken. Wie gesagt, bei Stops wäre es noch ein bisschen schöner gewesen. Also die Stop-Kerze wäre ja eine Kerze gewesen, die ja vielleicht nochmal 10 Punkte drüber schießt. Ja. Vielleicht sehen wir ja nochmal Stops. Ja. Schauen wir mal. Also das heißt, wir sehen dann ein Preislevel, was in einer Sekunde, wo es gleich über zwei, drei Punkte geht. Und dann weiß ich, okay, das ist ein Stop. Weil ein Stop eine gewisse Charakteristika hat. Ein Stop wird in der Sekunde, wo er getriggert wird, zu einer Market Order. So. Gut, das heißt, hier oben ist aber da oben, da darf ich Short gehen, weil das da oben ist ja erstmal hoch. Das ist ja lokal gesehen für heute hoch. Also das heißt, eigentlich macht es hier oben Sinn, eher die Short-Seite zu handeln. Gut, also nochmal ganz kurz mit dem Ast und dem fachmännischen Fehler. Also ich sage mittlerweile bei Coaching-Teilnehmern, ja, das ist zum Beispiel, also Kunde hat irgendwie 200.000 Euro versägt, kommt zu mir ins Coaching, sagt, Heiko hier, wie kannst du Long handeln? Ist doch klar, Short, sehe ich doch, sieht doch jeder. Ich sage, ja, sehe ich auch. Wir handeln aber nur noch Long. So, er kriegt das Wissen über eine gewisse Zeit eingetrichtert, dann schaut er auf seine anderen Trades und sieht, wie er hier mit seinen Short Trades als Beispiel ausgestoppt wird, ja, und dann nicht mehr ausgestoppt wird, weil er es verstanden hat. Also das muss man halt dann immer abwiegen. Also das ist natürlich heute ein super Beispiel, dass sich der Markt auch das macht, was er machen soll, wenn es sich kompliziert. Das ist an anderen Tagen läuft das komplett anders. Ja. Da will vielleicht die Verkaufsseite oder die Verkaufsseite blockt den Markt komplett nach oben weg und wir sehen einfach nicht, dass der Markt wirklich sich erholen kann und dann fällt er halt auch irgendwann nach unten. Das Beispiel haben wir heute hier im DAX auch ganz gut gesehen und zwar ist das die Phase. Sakrament. So, das ist und zwar folgende Phase, wo der Markt am Ende sehr, sehr gut geblockt wurde, wenn man es jetzt mal so bezeichnet. Und zwar hier hat der Markt heute auch die ganze Zeit ist dagegen gedämmelt, sage ich jetzt mal so. Also hat dagegen gehandelt und hat es nicht geschafft, diesen Plop hinzubekommen. Also dieses hier, das hat er nicht geschafft. Das war hier halt noch nicht das Richtige. Und deswegen bedeutet das, dass man hier auch long gehen kann. Aber man muss halt natürlich gucken, dass das dann, wenn der Plop nicht kommt, muss ich auch aufgeben. Und deswegen habe ich dann auch im Rücklauf gerade den Trade zugemacht. Hier gab es dann den Plop. Ja, so. Der Plop. Immer wieder das Gleiche. Tag für Tag. Gut. So, jetzt schauen wir nochmal. Gute Punkte werden oft zweimal getestet im Markt oder fast annähernd nochmal getestet. Wir schauen jetzt mal, ob sich hier eine Trendstruktur ergibt. Also wir haben jetzt einen Rücksetzer gesehen. Sollte jetzt der Markt hier nochmal Neues hoch machen, bildet sich sogar noch eine richtig gute Trendstruktur. Und da sind die Amis halt auch sau verlässlich, wenn sie wenn eine Order läuft oder wenn ein Trend läuft, sind sie wirklich brutal. Denn die Amis machen dann eins, was sie immer machen, alles steigende Tiefs oder steigende Hochs, je nachdem, wie es gerade läuft. Und das handeln die absolut genau. Das heißt, wir haben ja hier gerade eine schwache 5-Minuten-Kerze gesehen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns nur die steigenden, nur die Tiefs anschauen, haben wir bis jetzt noch ein steigendes Tief. So. Gut. So. Ich habe jetzt sehr, sehr viel geredet. Schaut euch mal den Markt an. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich bin in ein paar Minuten wieder da und die letzte halbe Stunde würde ich gerne noch Fragen beantworten. Also, schaut euch das Ganze jetzt noch ein bisschen an hier, wie es läuft. Ja, achtet mal auf die 5-Minuten-Kerze, wie die jetzt gleich aussieht. In einer Minute ist die fertig. Ich trinke mal kurz was und bin dann gleich für euch da. Und dann kann man ja mal gucken, wie sich die Struktur jetzt nochmal verändert. Gut, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Wir kommen jetzt an einen interessanten Punkt. Also, der Markt hat nicht nochmal neues Hoch gemacht. Das heißt, von der Struktur her sind wir noch nicht in den Trend wieder. Strukturell bleiben wir aber in der Aufwärtsbewegung, denn das, was hier nach unten geht, sind Liquidierungen von Longs wiederum. Das heißt, wir sind immer noch nicht abwärts. Wann könnten wir abwärts gehen? Dafür bedarf es einen gewissen. Ja, der Punkt ist wahrscheinlich noch nicht erreicht. Man fängt jetzt hier an, einfach an seinen Hochs und Tiefs hier in entsprechende horizontale Linien, ist das einfachste Mittel, um die Marktstruktur so schnell wie möglich zu fassen. Es wird hier sicherlich hier oben jetzt geackert werden mit Shorts. Das heißt, worauf man jetzt achten muss, ist, dass wir hier entsprechend sehen, wie der Markt hochläuft. Und genau darauf achten, was danach passiert. Also ich gehe davon aus, dass wir hier jetzt eine Konsolidierung bekommen. Eine Konsolidierung ist erstmal im ersten Fall das Akkumulieren von Positionen auf die zweite Welle. Also man könnte jetzt natürlich auch hier vermuten, der Markt fällt gleich nach unten. Wäre durchaus auch richtig, aber nicht in dem Fall. So. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier eine Akkumulationsphase bekommen. Das heißt, hier werden tendenziell am Tief Positionen aufgebaut. Also das heißt, weiter aufgestockt, weshalb der Markt immer nur kurz und knackig runterfällt. Also achtet immer auf die Rücksetzer. Wenn die Bewegungen nach oben nachlassen, dann ist die Akkumulation, die ich jetzt unterstelle, doch nicht so groß wie von mir gedacht. Ja, also ich weiß es natürlich, ich kenne ja die Leute nicht, die da handeln. Das allerwichtigste Signal wird sein, was passiert, wenn wir hier so ein Preislevel, ja, falls wir es jetzt sogar schon unterschreiten, also wie gesagt, auch ich liege dann verkehrt. Also ich hätte mir jetzt so vorgestellt oder richtig gut reingepasst hätte diese Akkumulation, das heißt, dass der Markt hier nochmal hochgeht. So, das Wichtigste, was jetzt kommt, ist nach dem Durchbruch. Also wie wird dieser Durchbruch jetzt verarbeitet? Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt ein bisschen was übersehen habe, einfach aufgrund des vielen Geredes. Aber tendenziell, wenn nach diesem Bruch jetzt nichts nachkommt, dann bleibt es dabei, dann bleibe ich dabei, dass der Markt hier akkumuliert, ja, und tendenziell trotzdem noch höher geht. Das heißt hier, das sind immer Stoppies. Das sind hier Stoppies von Longs. Das heißt, Long Exposure wird abgebaut. Und auf der anderen Seite werden die Positionen, die Shorts, die ja, also die Longs, die liquidiert werden, von anderen Tradern an, absorbiert, weshalb in Summe der Markt hier tendenziell nicht komplett runterfällt. Sollte aber nach diesem Durchbruch die Bewegung nach oben immer geringer werden, dann bekommen wir irgendwann dann doch, also das heißt, wenn die Longs, die hier alle drinnen sind, dann alle wieder raus müssen, dann zieht es den Markt komplett wieder runter. So. Das heißt, wir laufen dann in eine breite Trading Range rein. Also das, was ich hier gerade im 1-Minuten-Chart erklärt habe, für den Bereich zwischen 19.860 und 19.820. Also jetzt wäre es genial, lieber Dow, wenn du mir jetzt zeigen würdest, dass du ab jetzt wieder hochgehst. Das wäre jetzt für die Zuschauer sehr schön, lieber Dow. Mach mal. Ja, also wir haben das letzte kleinere Tief rausgenommen. Das ist der Exit der Longs. Der ist ausgestoppt. Positionen werden aufgebaut. Markt eiert jetzt wieder nach oben. Das kann ein paar Mal hin und her gehen. Und wann rutscht es auf die Shortseite? Natürlich immer je tiefer, also je weniger der Markt hier nach oben gehen kann, desto mehr rutscht es auf der Shortseite. Das, was ich jetzt gerade für 20 Punkte erklärt habe, ist genau das Gleiche, was wir hier im 5-Minuten-Chart sehen. Wo zu sagen, hier im 5-Minuten-Chart ist das hier oben der Verkaufsbereich. Also das heißt, da wird eher verkauft auf 5-Minuten-Basis und hier unten, das war der Kaufbereich. Das heißt, hier wurde akkumuliert und man redet immer, wenn man Positionen verkauft, von distribuieren. Das heißt, hier oben wird dann in die Zone hineinverkauft. Und dadurch, dass wir ja unterschiedliche Trader auf unterschiedlichen Preisleveln haben, sorry, kann es schon auch sein, dass wir im 5-Minuten-Chart hier runterfallen. Muss man jetzt hier abgleichen mit dem 1-Minuten-Chart, wie sich das jetzt hier tendenziell entwickelt. Aber das sind jetzt so, das ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch.
Hier muss man jetzt überlegen, in welcher Zeiteinheit man tradet. Also tradet man im 5-Minuten-Chart diese etwas breitere Range von 50, 60 Punkten oder ist man jetzt gerade hier im 1-Minuten-Chart? Ja. Gut. So, meine lieben Traderinnen und Trader. Also ich hoffe, dass euch diese kleine Lektion heute sehr gut gefallen hat. Ich werde jetzt mir hier nochmal ein paar Fragen rauspicken und werde mal von unten losgehen. Sonderkonditionen bei JFD gibt es keine mehr, weil die Kosten so stark reduziert worden sind. Also da gibt es keine Sonderkondition mehr. Ich könnte noch Sonderkonditionen aushandeln, aber da mich bitte persönlich anschreiben, wenn man richtig viel handelt. Ja. Leider muss ich jetzt gleich gehen, aber vielen Dank für wirklich perfekte Erklärung des Marktes. Na, das hoffe ich doch. Oder freut mich natürlich, wenn das angekommen ist. Gerade schreibt mir Grigori, hatte heute erfahren, dass du auch Thorsten Helbig kennst oder gute Bekannte seid. Ja, das stimmt. Oder wie auch immer. Er tradet gerade den Dow genau da, wo du eingestiegen bist und am Hoch ausgestiegen. Super. Ja, weil er auch, ja, auch ein sehr, sehr guter Skype-Trader ist. Also finde ich auch sehr interessant. Hier bin ich auch im Übrigen da dran. Vielleicht den Stereo-Trader, den er nutzt, hier auch für meine Leute publik zu machen. Aber das ist alles noch in der Entwicklung, das braucht noch ein bisschen Zeit, ist aber ganz interessant. Ja. Gut. Machst du dir im Vorfeld Gedanken über News oder Events, zum Beispiel kommenden Freitag, oder lässt du dich jeden Tag auf den Markt ein und also und die gegebenen Situationen ein? Genau, also ich lasse mich schon vorwiegend einfach auf den Markt ein. Ich weiß natürlich, haben wir heute ein bisschen außen vor gelassen, wann welche Nachrichten kommen. Ja, zum Beispiel sowas wie heute. Ich hätte ehrlich gedacht, nicht gedacht, dass das Thema, also was die Frau May da erzählt, dass das doch so eine Auswirkung heute auf den DAX hat. Ja. Aber gut, ist halt so. Ja. Und ja, aber tendenziell natürlich beachte ich Nachrichten. Wichtige Nachrichten sowieso, aber ansonsten handle ich halt meinen Stiefel durch. Ja. Gut. Dann, ich scroll mal noch ein bisschen hoch. Hier oben war irgendwo noch eine Frage, die ich eigentlich ganz interessant fand. Sitze im Blob drin und baue langsam ab. Sehr schön. Ja. Genau, der Big Player, das hat man ja gehabt. War eine sehr, sehr gute Frage übrigens. Hallo Heiko, könnten Sie bitte noch die Meinung zum DAX sagen? Die Sache ist die, der Markt verändert sich ja ständig und mein Ausblick ist tendenziell sehr kurzfristig. Also das heißt, ich kann natürlich allgemeine Aussagen treffen, aber vielleicht die letzten 5 Minuten, dass wir uns da nochmal das anschauen. Ansonsten würde ich aber mich da ein bisschen zurückhalten. Genau, heute bin ich nicht zum Kaffee getrunken, trinken gekommen, aber es war halt einfach so sau interessant der Tag heute. Ja, also wie gesagt, obwohl, wenn man sich den 5-Minuten-Chart so anschaut, ja, da ist es doch so, der Markt sieht doch völlig behämmert aus. Also mal ganz ehrlich, das ist doch kein schönes Chartbild. Ja, ich glaube, viele Trader verzweifeln daran und für mich ist das heute ein astreiner Verlauf gewesen. Ich glaube, wenn ich mir in 2 Wochen den Chart anschauen würde, würde ich diese Situation ganz anders interpretieren. Aber dadurch, dass wir das ja heute gemeinsam erlebt haben, wie der Markt gelaufen ist und was er gemacht hat, ist das was ganz was anderes. Und man hat ja gesehen, wie eigentlich klar die Signale waren. Klar, ich hätte jetzt vielleicht noch den Blob gerne getradet, aber erklären, traden, Chat lesen ist natürlich immer in so einem Webinar ziemlich schwer. Aber das Schöne ist einfach voraus, oder wer sich das Video nochmal anschaut, dass meine Erklärungen vorausschauend sind auf das, was kommt und der Markt das Schöne auch noch genau das gemacht hat, was kommen sollte. Und das ist ja das, was man als Trader bei mir ja auch lernt, dass ich seit 16 Jahren mir diese Kerzen anschaue. Mich wundert es eigentlich, dass ich nicht tagtäglich von Kerzen träume oder von Barcharts. Und
dass man wirklich damit den Blick hinter die Matrix schafft. Also nicht das, was einem von vorne suggeriert wird, sondern dass man vorausschauend denkt. Weil viele Trader schauen irgendwie nur in den Rückspiegel. Natürlich ist es richtig, in den Rückspiegel zu schauen und in einem Abwärtstrend nicht immer dagegen zu halten, aber es ist unter gewissen Umständen, wenn man versteht, was hier passiert, ist es entscheidend, dass man halt auch vorausschaut. Vorausschauend fährt und vorausschauend fahren hieße oder war für mich heute, dass der Markt hier steigt. Ich wusste das aber nicht vor 15 Uhr. Ich wusste es erst, nachdem ich oder während ich sehe, wie sich der Markt hier verhält. Also am Verhalten erkennt man, was kommen könnte, noch nicht vorher. Deswegen ist auch eine Analyse auf lange Sicht eigentlich immer Nonsens, wenn man noch nicht sieht, wie sich der Markt an gewissen Marken verhält. Ja, aber nichtsdestotrotz stelle ich ja Analysen auf tagtäglich und Ausblicke, wo ich aber mehr darauf schaue, wie könnte sich denn der Markt verhalten. Das heißt, wenn ich jetzt einfach einen Ausblick geschrieben hätte, hätte ich heute geschrieben, achtet mir darauf, wie verhält sich der Markt hier in der oberen Zone, wie verhält sich der Markt hier in der unteren Zone, um dann vielleicht die genau auch darauf zu kommen, das, was ich hier gerade, was wir gerade live gesehen haben. Genau. So, ich glaube, ich habe relativ viele Fragen beantwortet. Wenn jemand noch eine ganz dringende Frage hat, kopiert sie einfach nochmal rein, sonst muss ich so weit hochscrollen. Ich sehe das nicht. Was ist das für ein Indikator, der die Kaufbalken anzeigt? Der die Kaufbalken anzeigt? Dieser Indikator nennt sich GOM Volume Letter, also sowohl oben im Dow Future und unten im S&P. Nee, oben im Dow Future, sorry, im Dow Future, der ist kostenfrei. Da am besten, also wie gesagt, die ganzen Fragen um den Future und wie, wo, was heißt, werden im Video beantwortet, mein Trading-Bildschirm. Da habe ich das extra gemacht. Da sind alle Daten drinne und auch hier unten sind die ganzen Links drinne. Ja, hier sind alle Links drinne zu allen Produkten. Also ihr müsst nur sozusagen da draufklicken. Und wenn ihr direkt zum Linear Trader wollt, dann klickt ihr hier drauf ab. Minute 56, da klickt man drauf, zack, dann lädt er das genau ab da. Ja. Glaube ich. Gut, jetzt bei mir vielleicht gerade nicht. Warum ATR auf 3 und nicht auf 14? Ja, weil ich es so für mich entschieden habe. Da gibt es keinen tieferen Grund dafür. Wie handhabst du große Limits Orders? Das ist leider nicht in zwei Worten zu beantworten, weil ich auch darüber sehr viel prinzipiell große Limit Orders, wenn sie lange drin stehen, sind für mich echte Orders. Echte Orders kommt darauf an, wie werden sie angehandelt, abgehandelt und das entscheidet über den weiteren Verlauf. Tendenziell gehe ich immer davon aus, im ersten Verlauf sehr oft werden die große Orders nicht durchgehandelt, also extrem große Orders. Große Limit Orders sind oft anziehend für den Markt, weil sie gerne gehandelt werden möchte, wenn die Gegenseite keine Slippage haben möchte. Ja, also da gibt es auch ganz viele, ich habe da in Summe drei, vier Setups wie ich um große Limit Orders handle. Was hältst du von einer dynamischen Positionsgröße, um kleines Konto hochzutraden? Ist auf alle Fälle durchaus okay, kann man machen. Ja. Dynamischer ist auf alle Fälle, wenn das Trading gut läuft, ist eine dynamische Größe wirklich zu bevorzugen. Ja. Was hältst du von Traden von sehr kurzfristigen Optionen? Also von binären Optionen halte ich gar nichts, ist für mich reinster Beschiss, weil ganz einfach ich immer nur meinen Einsatz verdienen kann. Aber im Trading ist ja so, ich möchte 100 Euro riskieren und vielleicht 200 verdienen oder 100, 150 verdienen und nicht nur 70. Also von daher macht das ganze Thema binäre Optionen für mich völliger Bug, zumal wenn man sieht, dass sich die Optionspreis entgegen des Marktpreises bewegt. Es gibt keine Regularien, kein Nix. Also Finger weg von sowas. Wo bekomme ich Informationen, um Kauf- und Verkaufsorders Orderbuch richtig zu interpretieren? Auch auf meinem YouTube-Channel habe ich so einiges an Informationen. Die sind noch nicht so richtig gut gegliedert, aber da vielleicht nochmal was.
Da kann man nochmal einiges lesen. Ansonsten im Premium-Bereich gibt es natürlich auch die Möglichkeit bei mir, sich den Orderflow so ein bisschen über die Zeit anzueignen. Große Limit-Order heißt 50 Kontrakte FDAX aufwärts, ja. Also im FDAX ist es noch ein bisschen anders wie bei den Amis. Im FDAX ist es so, da handle ich teilweise erst ab der großen Order, denn entsprechend in die Marktrichtung. Das Allerbeste ist wirklich, meine Empfehlung einfach mal, immer wenn man eine große Order sieht, immer aufschreiben oder den Markt aufnehmen und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, was an so einer großen Order passiert. Weil man darf im Orderflow ist das Problem vieler Trader, die auch scheitern im Orderflow Trading oder Tape Reading genannt, wenn sie den Kontext nicht verstehen. Premium-Bereich kann ich, das ist, habe ich gar nicht, kann ja mal noch Werbung machen. Also mein Premium-Bereich, wenn ihr bei Guidance seid, hier oben rechts habt ihr erfolgreich traden, ist mein Premium-Service. Da kann man den abonnieren. So, kopieren wir mal den Link hier rein. So. Genau, also ich trade wirklich nur im Webinar viel. Achso, vorhin war noch eine Frage zu meiner Excel-Tabelle, die ist so nicht öffentlich, aber in meinem Members-Bereich sind die ganzen Tage ausgewertet. Also das heißt, wenn ihr Member wertet von meinem Premium-Service, dann sieht das hier so aus, dann sind hier die ganzen Tage. Also ich trade sowohl online wie auch offline. Ja, dann sieht man hier, sind alle Tage ausgewertet. Ja, wo dann entsprechend meine Trades drinne steht. Hier zum Beispiel ist auch dieser Plop. Ja, hier habe ich ganz knapp den Plop verpasst. Der Plop war inklusive einer großen Order. In der Sekunde, wo ich es erzählt habe, dass man jetzt reinspringen müsste, war es schon zu spät. Das Coole ist, dieser Trade ist unter anderem auch aufgenommen. Das ist auch ein Vorteil mittlerweile in meinem Premium-Service, dass ich vieles auf Video habe. Das heißt, man kann sich diesen Plop von diesem Tag nochmal hier anschauen, in diesem Trading-Video zum Beispiel. Dann kann man sich das nochmal anschauen, wie ich das ganze Ding da gehandelt habe. Und da sieht man, das ist kurz vor dem Plop. Da pusht eine Limit-Buy-Order den Markt nach oben. Ja, und das ist halt sehr interessant. Genau. Also das auch in meinem Premium-Service dabei. Ansonsten gibt es nur noch Updates so über den Tag, wo ich dann so ein bisschen schreibe, wenn interessante Situationen sind, aber auch nicht tagtäglich. Also der Hauptbestandteil sind die Webinare, ja, und die Webinare und natürlich auch Ausbildung. Gestern haben wir das Mischen von Positionen als Ausbildung gemacht. Mein Trading-Bildschirm, die Delta-Veränderung, also wie die Optionen auch auf den Markt wirken, ja, unser Optionsportfolio, haben wir auch mal was gemacht dazu, Level 2 Order Flow, ja, das ist so ein Schulungswebinar, kann man sich ja entsprechend anschauen zu dem Thema. Genau. Du hast einen Punkt Spread im DAO, Kommission 0,2 Punkte sind die Kommission bei JFD Brokers. Cool. Ja. Gut, also wir sehen jetzt hier doch die Phase, dass der Markt relativ ruhig ist, auch vom Volumen her. Wir schauen mal ganz kurz an das Volumen. Ja, das ist auch so ein typischer Verlauf. Das Blaue ist das Volumen. Und wir sehen jetzt hier, dass wir vom Volumen her runter sind. Wir haben heute angefangen bei 4.000 Kontrakte, 2.400 heute sehr gut gehandelt, sind jetzt runter auf 1.400 und jetzt zum Schluss so Richtung 1.000 Kontrakte. Das ist schon relativ viel. Wir waren in der letzten Zeit um die Uhrzeit teilweise bei nur noch 500 Kontrakten. Und übrigens hier diese grünen Striche hier zeigen an, dass netto gekauft wurde. Und das ist die Phase, in der ich euch erzählt habe, dass der Markt hier kauft. Sehe ich jetzt erst aber ja, also das ist ja die Phase gewesen. Ja, hier geht es von Nettoverkäufern runter mit grünen Strichen sind Nettokäufer. Ja, aktuell relativ unausgeglichenes Bild. Aber ich gehe davon aus, so wie sich der Markt verhält, ist das bis jetzt eine Akkumulation. Also ich gehe davon aus, dass der Markt trotzdem nochmal hochgeht. Also wäre nur logisch. Aber gut, was ist schon einmal logischer?
1, 2, 3 Umkehr im Einer. Frage ist jetzt runter oder hoch. Ich sehe jetzt keine 1, 2, 3. Also für mich ist das alles nur Long. Und ja, jetzt kommt es darauf an, ob der Markt jetzt hier nochmal hochgeht. So, wir haben ja noch Zeit, Mensch, Leute. Wir haben es ja gerade mal 16:45. So. Was gibt es noch? Ja, wie gesagt, Thema Orderflow, ja. Geht mal hier auf mein, wie gesagt, in meinem YouTube-Channel. Da findet ihr entsprechend sehr wirklich viel Informationen darüber, wenn ihr auf die Videos geht. Ich hoffe, dass man im Titel das Ganze auch so ein bisschen ja, erkennt. Und ihr müsst relativ weit zurückgehen. Ich hab nur 40 Videos. Das heißt, guck mal, ich guck mal für euch. Also wer alle meine Setups gerne haben möchte, der kann hier IB Days, der Tag eines Skype Traders, sich anschauen. Da sind alle meine Setups erklärt. Also als Überblick. Hier zum Beispiel alles, was hier Skype Trading Level 2, Level 2 Scalping heißt, kann man sich hier anschauen. Orderflow, FDAX, CFD, vielleicht auch ganz gut. Was passiert nach Level 2 hier zum Beispiel? Könnte vielleicht ein interessantes Video sein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr bei allen Videos, was ich da gemacht habe. Aber das könnte durchaus interessant sein. Nehme ich jetzt mal an. Hier, da sieht man mal im FDAX nur 138 Kontrakte, oder? Also, oh, kommt da gerade eine interessante Frage, Thema Range. Also, wie lange so eine Range dauert, das ist unterschiedlich. Also, das kann man jetzt nicht ganz klar sagen, aber ganz interessant ist, ich bin ja noch für einen anderen Broker tätig, wer das durchaus weiß. Ich finde beide Broker richtig gut. Und da hatte ich schon darauf hingewiesen, dass wir in der Woche den Ausbruch sehen im DAX. Das ist zumindest statistisch erwiesen. Durchaus, dass ab dem 12. Tag innerhalb einer Range, jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier vielleicht da mal Daily machen, dass man innerhalb einer Range, so der 12. Tag, 12. bis 15. Tag oftmals der Markt aus einer Konsolidierung ausbricht. So, wenn ich jetzt hier heute, wenn ich hier zähle, ich zähle mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11. Tag. Aber noch ist es ja noch nicht komplett. Das Interessante ist ja, wenn das heute hier oben schließt, dann wisst ihr ja, wie es morgen weitergeht. Ja. Also das heißt, obwohl der Markt heute so stark gefallen ist, ist immer noch Range, Leute. Es ist immer noch Range. Ja. 13er Tage. Also hier, das darf man nicht mitzählen, das ist ein Sonntag, da wird jetzt nicht wirklich gehandelt. Ja, aber gut. Ja, von daher, wie gesagt, es ist krass. Wir bleiben in der Range. Ja, wir haben alle abgestoppt. Das Interessante, ich kann euch mal den weiteren Verlauf, den theoretischen weiteren Verlauf, kann ich euch schon auch zeigen. Also im Normalfall, das können wir gerne mal machen. Im Normalfall sieht es jetzt wie folgt aus, die nächsten Tage. Ist auch vielleicht mal ganz interessant, sich das mal zu Gemüte zu führen. Also normalerweise sieht es so aus, wir haben eine starke Trendbewegung, Range, so. Und auf Tagesbasis auch ist es oftmals so, wir sehen einen Ausbruch aus der Range. Wir haben einmal den Ausbruch nach oben und nach unten gesehen. Dann wieder zurück, Range. Was passiert hier und hier? Das waren ja auf zwei aufeinanderfolgende Tage, ein Tag oben raus, anderen Tag unten raus. Hier werden alle Breakout-Trader beim ersten Mal abgeholt. Ja. Also das ist typisches Verhalten in einer Range. Das muss nicht immer so sein. Es kann auch sein, dass der Markt direkt ausbricht, aber aktuell wissen wir ja, der ist oben ausgebrochen. So, und heute ist ja das passiert, dass wir jetzt nun wieder unten ausgebrochen sind, nochmal eine Etage tiefer, in die alte Unterstützung rein. Das hier, also dieser Anstieg hier, das hier wäre der zweite erste. Ja. So. Und wieder hoch. Und normalerweise kommt jetzt das Gleiche,
dass der Markt nun oben versucht auszubrechen. Und diesmal kann es durchaus sein, dass nach oben, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, welche Gründe dafür sprechen können, dass dann aber irgendwann mal die Trendbewegung durchgeht. Also im Normalfall läuft es so, wir haben einen Trend Range, Ausweitung der Range durch Breakout Traders, Range und dann im Idealfall nach oben weg. So, das heißt, so sieht es oftmals aus, wenn es so läuft, wie es jetzt läuft. Aber ja, das wäre das Typische. Wir waren jetzt heute, wo waren wir, fast bei 11.400, haben eine sehr starke Erholung gesehen. Es kann trotzdem sein, dass es die nächsten Tage wieder runtergeht. Ich weiß es nicht. In der Range ist das immer ganz schwer zu analysieren, halt auch auf Tagesbasis zumindest. Und aber wenn der nochmal oben rausgeht, dann wirklich darauf achten. Also es kann immer noch sein, dass der Markt halt die Range ausweitet. Wer Formationsanalyse betreibt, der kennt das. Das nennt sich, glaube ich, irgendwie ausweitendes Dreieck oder keine Ahnung. Irgend sowas, so heißt es. Ja. Ich habe mich mit sowas ganz am Anfang meiner Karriere befasst. Und als ich gemerkt habe, dass das Hokuspokus ist, habe ich es wieder sein lassen. So. Broadening Wedge Trompete, genau, irgend sowas wird schon sein. So. Also, ach so, da war auch noch eine Frage, ob ich auf Formation achte. Ich achte nicht auf Formationen, nicht mehr. Ich habe früher auf Formation geachtet. Ich habe früher ganz stark auf Candle-Formation geachtet. Ich habe auf charttechnische Formation geachtet. Ich habe auf Indikatoren-Formationen geachtet. Alles verworfen. Am Ende muss man lernen zu verstehen, was dahinter steht. Warum weitet sich das aus? Am Ende ist es genau das Gleiche, ob ich jetzt hier eine Linie einzeichne oder nicht. Es geht darum, zu sehen, okay, der Markt überschreitet das letzte Hoch. Was muss hier oben kommen, damit es durchgeht? Anschlusskäufer. Wir sind an einem Hoch. Wer kauft bitte schön an einem Hoch? An einem Hoch kauft nur ein Investor, der davon ausgeht, dass der Markt weiteres Potenzial nach oben hat. Ansonsten gibt es da oben keine Käufer. Es gibt da oben nur Verkäufer, weil wir ja hoch verkaufen wollen und tief kaufen wollen. Das heißt, die Käufer findet man hier unten. So, sollte es aber hier von der entsprechenden Seite anhaltende Nachfrage geben, dann werden wir hier vielleicht ein Pullback sehen, einen Rücksetzer und dann geht der Markt halt weiter. So. Wenn hier oben es aber entsprechend keine größeren Akteursgruppen gibt, weil keiner da ist, weil das den Leuten zu hoch ist, dann fällt der Markt halt wieder zurück. Das ist das, was dahinter steht. Ja, ob das jetzt eine Trompete ist oder nicht, das spielt dabei keine Rolle. Ja. Am Ende geht es darum, nicht zu erkennen, dass das eine Trompete ist, sondern es geht zu erkennen, was steht hinter der Trompete. Wer ist denn der Bläser? Wer bläst denn da ins Horn und will mich auf die verkehrte Fährte locken? Vielleicht so als Anekdote. Genau. So kann man sie's. Ja. Genau. Die Aufzeichnung. Ja, die Aufzeichnung gibt es dann wie immer auf bei YouTube auf meinem Channel. Und zwar, wenn ihr bei meinem YouTube-Channel, also zum einen auf meinem YouTube-Channel, zum anderen aber auch bei Guidance und auf der Homepage von Gottmo Trader. Das heißt, also wenn ihr Kunden oder wenn ihr Leser von Gottmo Trader seid, wovon ich ja mal felsenfest ausgehe, dann findet ihr das hier unten bei Videos dann. So. Ihr könnt natürlich aber auch Folgendes machen, wenn ihr wollt und sagt, ah, ich will es auf alle Fälle haben. Könnt ihr euch einen Link abspeichern? Und zwar, Autor Heiko Behrendt. So. So, das heißt, wenn ihr das hier abspeichert, dann habt ihr immer alle Videos von mir und auch alle Analysen, die ich so bei Gottmut veröffentliche. Ich veröffentliche nicht ganz so viel bei Gottmut. Aber dann habt ihr Chartanalysen und hier findet ihr mehr Videos. So, also bitte den Link abspeichern. Und dann habt das. Dann habt ihr immer mich, wenn er mich wollt. Ansonsten geht auf meinen YouTube-Channel und ansonsten geht ihr hier entsprechend auf meinen YouTube-Channel und habt das da auch. Und zwar habe ich nämlich Playlisten angelegt und da könnt ihr das entsprechend auch euch anschauen. Und zwar hier unter Uploads gibt es hier JFD, monatliches Webinarmitschnitte, da habt ihr A, immer den Anmelde-Link, dann nochmal meinen Premium-Service und da die ganzen Webinarmitschnitte.
Ja, und dann gibt es hier noch den anderen Broker mit Webinar-Mitschnitten. Genau. Habt ihr alles da. Gut, so, schauen wir nochmal zum Ende hin des Webinars auf den Markt. Und bitte zeigt mir, jetzt geht aber die Luft wirklich raus hier aus dem Markt. Ja, also von daher hätten wir den Plop hier erwischt. Ja, wäre der Tag richtig gut gelaufen. Wir haben jetzt nicht ganz so viel verdient. Ich kann aber sagen, dass jetzt in meinem Konto für heute ich bei 523,83 € stehe. Ist auch okay. So. Also sogar mit euch zusammen einen gemeinsamen erfolgreichen Trade gemacht. Zwar verpasster Plop, aber das ist halt oftmals so, ich verpasse durchaus was, weil ich was erkläre. Zu Hause muss ich ja nicht da sitzen und sagen, jetzt achtet mal hier genau auf die Kerzenformation, auf die Ausbildung und dann puff, macht's das, ja. Ich habe einen eigenen Service, ja. Also einen ganz eigenen Service noch nicht. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich bin jetzt so ein bisschen da drauf und dran, so ein bisschen Ausbildung im Future-Bereich, weil da noch ein eigenes, was eigenes so ein bisschen zu machen, mich da ein bisschen breiter aufzustellen. Aber das ist hauptsächlich so Level 2 wird es werden. Genau. Lässt du dich auch mal einstoppen? Eher weniger. Ich bin ein Market-Clicker, so nennt man das. Das heißt, ich sitze davor und klicke. Und auch in meinen Coachings, in meinem Privatcoaching mache ich das so, ich übe mit den Leuten klicken. Und man wird feststellen, dass wenn man genau den Markt beobachtet oder wenn man sich nochmal ein Video jetzt anschaut und man sagt, ach du Scheiße, das ist viel zu schnell gelaufen. Ich garantiere euch, wenn ihr euch ein Video anschaut, dann seht ihr, wie viel Sekunden Zeit ihr habt zum Klicken. Natürlich, wenn während ihr überlegt zu klicken, noch Prozesse ablaufen, wie viel CFDs oder wie viel Kontrakte darf ich kaufen, wo ist mein Stop, was riskiere ich, was will ich überhaupt traden, also wenn das alles noch nicht geklärt ist, dann dauert das im Gehirn viel zu lange. Ansonsten, wenn man Market klickt in der richtigen Sekunde, ja, dann ist es so. Ansonsten Stops nehme ich also nicht zum Einstoppen, nur zum Ausstoppen. Privatcoaching über meine Homepage. Über meine Homepage und ich finde auch da, ich kopiere sie nochmal rein, skype-trading.de. Ich bin aber so ziemlich ausgebucht, muss ich ehrlich sagen, weshalb ich ja so ein Coaching-Programm über 3 Monate machen möchte. Aber ich bin aktuell ausgebucht. Und zwar hier steht es auch nochmal ganz, ganz klar und ich finde, das trifft es halt wirklich auf den Punkt, was meine Aufgabe ist. Ja, dass man halt sich wirklich durchaus professionelle Hilfe suchen sollte. Ja, und wofür ich auch Lösungen anbiete. Genau, und ja, es ist halt nun mal so, dass man sich zwar alles selber beibringen kann auf einer gewissen Art und Weise, der ein oder andere kann es besser, aber am Ende ersetzt halt oftmals einen Trainer, kann nicht, ist nicht ersetzbar. Ja, ich meine, im Sport, wenn ich ins Fitnesscenter gehe, dann steht neben mir auch der Trainer und sagt, Rücken gerade, nicht komplett rauslassen, Spannungen halten. Ja, kennt ihr ja auch. Ja. Und es ist wirklich, es ist um beim Klavierspielen, ja, wenn unsere Tochter Klavier spielt, dann sagt die Lehrerin halt auch, da zu doll gedrückt, das nicht richtig verstanden, hier mehr Betonung auf dieses oder jenes. Man hat ja überall, aber bei uns, in unserer Branche, habe ich immer das Gefühl, dass immer Coaching gleichzeitig bedeutet abzocken. Finde ich total dämlich. Ja. Genau. Also da, ich habe mal den Link reinkopiert, einfach speichern und dann fertig. Genau. So, also ich muss sagen, heute, es war mir heute eine Freude. Ich glaube, man hat es auch gemerkt. Es war ein genialer Tag irgendwo. Ich bedanke mich auch an der Stelle wirklich für die vielen interessanten Fragen. Es hat mir heute sau viel Spaß gemacht. Ja, den Serial Trader kannst du, ja, den kann ich wärmsten empfehlen. Wie gesagt, ich bin jetzt den nächsten Tag oder Wochen werde ich auch da mit dem Thorsten Helbig mich nochmal kurz schließen. Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen was dealen für euch. Also auch für meine Kunden und für die, die ich halt kenne. Genau. Ja, und wie gesagt, es macht mir immerhin nochmal riesigen Spaß und ich hoffe, dass ihr sehr gut erkennen konntet,
was der Unterschied, oder ich hoffe, dass ihr es erkennen konntet, was der Unterschied ist zwischen welchen, die so bla 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 machen und anderen Tradern, die das tagtäglich handeln und den Markt verstehen. Und das ist mir wichtig. Und es gibt viele andere gute Leute da draußen, die nach ihren Facetten oder nach ihren Regelwerken erfolgreich handeln, und schaut einfach den Leuten da wirklich genau auf die Finger. Und ja, je weniger die Leute hätte, wenn und aber, und auch mal live zeigen, wo sie auch mal ein- und aussteigen oder wie sie handeln, dann denke ich, macht man auch mit Hilfe, wenn man sich wirklich Hilfe benötigt, mit solchen Leuten nichts verkehrt. Und ich glaube, dass ich mich, ja, es klingt vielleicht jetzt übertrieben, aber ich darf mich, denke ich, dazu zählen. Genau. Also jeder, der in meinem Service drinne ist, sieht genau das, ja, was auch gerade jemand schreibt. Also ich kann nach mehreren Jahren Mitgliedschaft in Heikos Premium Service nur sagen, unbedingt dabei sein. Ihr werdet dazulernen ohne Ende. Ja. Also es ist halt einfach so, wie gesagt, es ist immer ein Unterschied, ob man was beruflich macht. Ja, und ich muss mir jetzt auch fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Homepage bauen kann ich nicht. Ja, ich habe das selber gefrickelt. Das ganze Design, ja, kostet halt auch Geld. Ja, bin ich auch wie ein Coaching, was ein Coaching kostet, hat 3000 Euro, eine Homepage kostet auch 3000 Euro. Ist nun mal so. Ja. Gut. In dem Sinne, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Erfolg. Wie gesagt, ich bin heute echt super zufrieden. Freut mich, dass ich euch so ein bisschen den Blick hinter die Matrix gezeigt habe. Und bedanke mich wieder für das total tolle Feedback. Wenn ich das Video hochlade bei YouTube, wäre es total toll, wenn ihr mir noch einen Daumen hoch geben würdet zum Ende. Ja, das nächste Webinar, wann findet das statt? Der erste Dienstag im Februar. Und ich hoffe, dass wir da wieder, oder dass ihr so zahlreich erscheint, euch wieder inspirieren lasst. Ja, und ansonsten würde mich freuen, vielleicht Premium Service, privater Kontakt, was auch immer. Schreibt mir einfach, wie auch immer. In dem Sinne, ganz zum Ende, wie immer, tschö mit Ö, euer Heiko. So, ich kopiere nochmal ganz zum Ende wirklich alle Kontaktdaten rein.